Ciao. Ciao.
Ja, und schon sind wir wieder live. Danke nochmal an das vorige Panel. Dieser Blick in die Demoszene war wirklich total spannend. Und ja, wir müssen noch einmal kurz auf das Quiz eingehen, was wir eben laufen hatten. Da hatten wir eben dieses Rätsel. Und ja, es war natürlich Last Ninja. Und wir haben tatsächlich nur eine Antwort bekommen mit dieser Antwort. Und das war der Bernhard. Also ein Stinky geht da auch an dich definitiv. Danke fürs Antworten. Und ich suche jetzt nochmal eine zweite Quizfrage raus, bevor wir ins nächste Panel gehen. Und wir gucken mal, wer dazu was dann sagen kann. Bitte, wie gesagt, nicht in den Chat schreiben. Ja, das ist wunderschön. Danke, wie gesagt, nochmal an Wolfgang. Das ist wunderbar. Das finde ich witzig. So, welcher Spieletitel ergibt sich aus diesen beiden Bildern? Mail, wie gesagt, an uns schreiben. Und die ersten Mails, ich sag mal so, wer die nächsten 2, 3 Minuten das antwortet, kriegt auch ein Steam-Key, wenn die Lösung richtig ist. Aber ich lasse es nicht so lange drin, weil sonst wissen es nachher zu viele. So, dann zoomen wir mal wieder eben einmal zurück und ja, wir haben jetzt unsere, ja, ich sag, wie haben wir sie genannt, unsere Primetime-Panels und wir haben ja nicht verraten und nicht gesagt, was da so passiert, weil wir selber nicht genau wissen, wer heute wann dazu stößt, aber wenn ich jetzt hier in unsere Twitch-Runde gucke, in unsere Zoom-Runde gucke, haben sich schon einige versammelt, die ich einmal kurz begrüßen möchte. Vielleicht sagt ihr einmal in 2, 3 Worten was zu euch und was euch zu Retro, was für einen Bezug ihr habt zu Retro und dann gehen wir in ein offenes Gespräch über. Ja, fangen wir mal von mir aus gesehen oben rechts an. Da sehe ich den Alexander und ich freue mich riesig, dass er heute hier ist, denn wir haben ja schon in der 100. Podcast-Folge mit Hoaxilla kooperiert und ja, herzlich willkommen bei uns. Hallo Alexander. Ja, moin. Aus Hamburg auch, ein paar Häuser weiter als euer Museum. Alexander vom Hoaxilla-Podcast. Ich beschäftige mich ja mit der Aufklärung im Grunde genommen eigentlich in meinem Leben. Ich versuche Menschen Angst vor Unsinn zu nehmen und ihnen mit realitätsbezogenen Fakten ein wenig zu helfen. Das mache ich so, wenn ich mich nicht mit Retro-Games beschäftige. Und Retro-Games, ich habe, glaube ich, einen Atari VC 2600 mit, keine Ahnung, 10 gehabt und habe angefangen damit zu daddeln und habe eigentlich mein ganzes Leben lang Computerspiele gespielt. C16 dann Amiga und dann irgendwann PC und habe so, glaube ich, alles mitgemacht, was man so mitmachen kann. Ja, unten links kriege ich ein bisschen Angst, aber ich weiß, wer dahinter steckt. Auch wenn das rosa Ohren sind, die ich da sehe. Es ist der Sven und den kennt man in der Szene ganz gut. Und ich glaube, kaum eine Retro-Show ohne Sven. Hallo Sven. Ich musste mich gestern schon für einen nächsten Auftrag rechtfertigen. Sag mal, du machst doch eigentlich nur Retro oder mit neuen Spielen hast du nichts zu tun. Ich so, nein, das nicht. Aber ja, das stimmt. Ich mache sehr viel im Retro-Bereich. Bin da aktiv einmal im Streaming, dass ich da aktuell auch viele Retro-Sachen mache. Und momentan aktuell beschäftige ich mich eigentlich sehr viel mit, wie man mit einfachen Lösungen auch alte Spiele spielen kann. Also das heißt, die neuen Mini-Geräte, wie die so funktionieren oder Geräte, die halt mehrere Konsolen unterstützen mit HDMI. Also das ist halt mit Leuten, die wenig Platz haben und auch einfache Möglichkeiten suchen, gut spielen können, die alten Spiele. Und ja, naja, ich bin 44, ich spiele, ich glaube, an Konsolen, seitdem ich 6, 7 Jahre alt bin, habe damit nie aufgehört und ja, das ist aus mir geworden. Ja, dann freue ich mich auch riesig, dass es geklappt hat. Tommy Krabbeis ist bei uns, den werden einige ja kennen und wenn nicht, sollte es bitte googeln. Nein, wir freuen uns wirklich riesig, denn ich muss auch hier, das hatte ich eben schon intern gesagt, nochmal ein Lob machen, auch an Alexander, Tommy und ihr Team, die ja wirklich im Podcast-Bereich im Augenblick auf viele Dinge während der Corona-Krise, dann nennen wir es mal, wieder ins richtige Licht setzen und damit eine tolle Aufklärungsarbeit leisten. Hallo Tommy. Guten Tag. Ich bin ja jetzt mit 47 dann lebende Nostalgie, obwohl ich selber kein Nostalgiker bin. Ich war mal bei einer Sendung, die ist RTL Samstagnacht, das kennen so die ganz Alten. Es steht schon im Chat drin, Karl Ranseier ist tot. Der ist leider nach wie vor, beziehungsweise immer noch tot. Die zweite Generation Nostalgiker kennt Bernd das Brot, den ich zusammen mit Norm Köster erfunden habe. Dann gibt es noch eine dritte Nostalgierunde, das wäre dann die ProSieben Märchenstunde, worauf ich jetzt auch immer angesprochen werde. Da war ich ganz klein und durfte das gucken. Also ich bin sozusagen das, was für manche, was für mich vielleicht Karl Dall war. Und das finde ich gut! Und ich kann nur diese eine Tonlage von Karl Dall und die schlecht.
Aber er hat mich mal dafür beschimpft. Also, das ist auch was wert. Es war nicht so schlecht. Ich kann halt nur diesen einen Satz. Und dann mit Retro Games verbindet mich vor allem, dass ich manchmal nachts schreiend aufwache, weil ich denke, ich habe gehört, dass die Datasette aufgehört hat zu laden. Das ist ein Trauma, das kennen wir bis heute. Ja, also ja. Wir kommen da mit Sicherheit nochmal auf die Verbindung zurück. Dann haben wir einen weiteren Gast, über den ich mich besonders freue, denn wir haben schon seit einigen Jahren versucht, ihn auf unser Podcast mal zu bekommen und waren auch schon ein paar Mal in Kontakt. Und die wenigsten wissen oder wussten wahrscheinlich, dass auch einige Musiker eine sehr bewegte Commodore-Szene hinter sich haben oder Vergangenheit hinter sich haben. Wir begrüßen Smudo. Herzlich willkommen bei uns. Moin, auch aus Hamburg. Hallo, freut mich. Ein Heimspiel hier. Magst du einmal kurz sagen, was dich mit dem Silvestrig will? Als mich die Mail erreicht hatte, ob ich was mit Retro anfangen könnte, dachte ich, was für eine Frage. Na klar, ich werde 53 jetzt im März und mit 9 habe ich zum ersten Mal vor einem Pong-Automaten gestanden an einer Autobahnraststätte mit meinem Papa, der Organisationsprogrammierer war, was auch schon eine Art ist, die es nicht mehr gibt. Früher, wenn, keine Ahnung, man hat eine bundesweite Autovermietung und möchte dann gerne die auf EDV umbauen, dann konnte man nicht irgendwo hingehen und sich die Software kaufen und das zusammenstellen. Es gab nichts, keine Netzwerke aus dem Regal, keine Betriebssysteme. Es gab Firmen, die haben Computer gebaut für so einen Zweck und Programmierer eingesetzt, die dann eine Datenverwaltung für zum Beispiel so Zwecke wie eine Autovermietung zusammendenkten. Und mit Papa habe ich meine ersten Berührungen mit Computern gehabt. Und seither programmierte ich erstmal Basic auf Sinclair ZX81, später Spectrum. Auf dem ZX81 war ich auch ein 1 Kilo Z80 Assembler, handassembliert auf dem Zettel drauf. Und in der Zeit habe ich Andy kennengelernt. Ja. Oh mein Gott. Er war ein Teenager und hatte Zeit. Wir konnten noch den ganzen Kack abtippen, der in den Zeitschriften war. Genau, das auch alles gemacht, die ganzen Dinge abgetippt. Naja, und mit Andy, meinem Bandkollegen damals, wir sind quasi als Computer-Geeks gestartet. Da ist dann später die Band raus geworden, weil wir haben uns Hardware und Software gebaut für die Rhythmusmaschinen und sowas, weil wir konnten uns die teuren 808 und Lindrums aus den USA nicht leisten. Und wir haben Games haben mich bis heute begleitet. Also ich denke, wenn mit der Musik das nichts geworden wäre, wäre ich jetzt, keine Ahnung, Game-Retro-Redakteur oder sowas, weil das ist, mein Herz schlägt für die Form, für die Kunst, für die Elektronik. Und dann, was haben wir gemacht? 64er programmiert, da habe ich dann auch zwei Veröffentlichungen gemacht. Wir haben auf dem 64er Podcast das auch mal weitlich erklärt, was wir da machen. Und heute code ich zwar nicht mehr, verstehe auch nicht mehr viel davon, aber die Leidenschaft für Spiele ist geblieben und natürlich ist es für mich wie in alten Bildern blättern. Ich habe mir einen Defender-Automat gekauft mit dem übrig gebliebenen Geld. Jetzt warte ich auf einen total toll gemachten Asteroids-Table-Apparat, den ich hier schön ins Zimmer stellen kann. Da kannst du dein Bier draufstellen und DM Asteroids spielen. Zur Feier des Tages habe ich sie hinten auf dem Emulator laufen. Wow. Ich liebe Flipper-Emulatoren auch. Ich habe zwei Flipper mir ins Büro, wenn ihr wisst, was Büro bedeutet, Atelier gestellt. Und wenn mich nicht Raum und Zeit bremsen würden, würde ich noch viel mehr da reinstellen. Und und ich freue mich auch so ein bisschen Anschluss zu bekommen hier. Ich hörte es, habe es aber nie geschafft in den 20 Jahren, die ich hier lebe, Anschluss an die Retro-Szene hier zu bekommen. Und da können wir dir helfen, weil wie gesagt, wir haben ja hier unser Retro-Museum aufgebaut. Dank Corona ist es natürlich jetzt nicht offen. Auch da bist du jederzeit herzlich willkommen, natürlich später. Und wir machen noch ganz viel in den nächsten Monaten, das ist versprochen. Wir haben eine tolle Community und eine tolle Szene hier hinter uns. Bei der Moderation helfen mir noch ein bisschen Robin und Danny mit aus unserem Team. Die sind mit dabei, also nicht wundern, wenn da noch andere Gesichter sich zuswitchen. Ansonsten schauen wir mal, wohin uns das führt. Und wie gesagt, wir haben hier keine Zeitlimits. Ihr könnt bleiben, solange ihr möchtet und könnt hier auch im Endeffekt mehr oder weniger machen, was ihr wollt, solange es ein bisschen Retro ist. Wir fangen einfach mal mit einer Sache wieder an. Die meisten verbinden ja Spiele mit der Retro-Zeit. Mich würde mal interessieren, was sind die Spiele, die euch so geprägt haben, dass ihr sie bis heute noch bis heute nicht aus dem Kopf rausbekommt? Warum? Aus diversen Gründen. Also welche? Es kommt so ein bisschen drauf an. Für das sexuelle Erwachen gab es ja dann auch so die ein oder anderen Spielchen auf dem C64, die letztendlich trotzdem extrem unbefriedigend waren. Wir hatten ein Interview mit dem Programmierer von Sex Games vor einigen Monaten, der uns erzählt hat, dass er als 15-Jähriger das im Zimmer gecodet hat und es hinterher nicht mehr spielen durfte, weil es indiziert war. Mit Recht. Ich glaube, Spy vs. Spy ist meine, also neben Telespielen, ne, bim, 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 ist das so das Früheste, an was ich mich tatsächlich sehr, sehr bewusst noch erinnere, eben wegen dieser irrwitzigen Wartezeiten und dann der gefühlt 5 oder 6 Aktionen, die ich ausführen konnte, bevor ich dann wieder gewartet habe. Und vor allem, ich habe die Rätsel alle nicht verstanden, weil ich war damals schon relativ dumm.
Und ich hab's dann nie geschafft. Und dann musstest du, korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, neu laden. Und es war wirklich frustrierend, aber gleichzeitig auch ein Glücksgefühl, wenn man dann zusammen mit einem Kumpel so nach, weiß ich nicht wie viel Stunden oder Tagen oder Wochen, damals war das ja alles nur ein einziger Bewusstseinsstrom, dann mal so ein Ding geschafft hatte. Bitte sag mir, dass das Spiel wirklich schwer war, bitte. Also ich habe Spy vs. Spy geliebt und vor allem der Multiplayer-Spaß fand ich ohnegleichen. Und super. Ich finde, in Among Us heute findet sich der gleiche Effekt, finde ich. Der gleiche Haha-Verarschungseffekt und rausgefunden mit aber 12, 15, 20 Leuten. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein einfaches Multiplayer-Game wie Among Us mir auch schon die eine oder andere Nacht geklaut hätte. Ich möchte ein bisschen Tempo reinbringen, weil ich bin wirklich nur für 20 Minuten hier. Ich muss gleich weiter. Dann red du doch jetzt einfach 20 Minuten durch, genau. Ganz schnell. Wenn Fragen im Chat sind, bitte reinschreiben, dann gehen wir die sofort weiter. Aber ich musste an Star Raiders denken, wo du gerade die Frage gestellt hast. Star Raiders auf dem Atari 800 als Modul. Ich bin dafür in die Stadt gefahren mit der Straßenbahn, habe den ganzen Tag in Schlange stehen in meinem Horten verbracht, um dann dort auch eventuell Star Raiders zu spielen. Horten ist ja auch schon Retro, ne? Muss man mal sagen. Ja. Das kommt alles mit zusammen. In Horten gestanden und dann Star Raiders zu spielen, was für mich auch völlig episch war mit die Anzeigen, der schwerelose Raum, wie man dann von Segment zu Segment in Hyperraum springen konnte und dann am Ende dann in kleinen kleinen Blasen Gefechte zu gewinnen, um dann am Ende nachher die große Basis hochzujagen, beziehungsweise seine eigenen zu schützen. Fand ich irrsinnig episch, unvorstellbare Space, Star Wars Atmosphäre. Und das habe ich noch so im Kopf behalten, bis ich dann Jahrzehnte später dachte, ich muss wissen, wie das heute noch ist, das Gefühl. Und ewig auf eBay gesucht habe, bis ich ein Atari gefunden hatte, plus das Star Raiders Modul. Und es hat auch genau Wochen gedauert, bis es am Start war und 10 Minuten, um zu merken, dass es aus heutiger Sicht total Panne ist. Und liegt immer noch blöd verstaubt in der Ecke rum. Und tatsächlich, zum Star Raiders Gefühl habe ich bis heute keine arcadige Variante gesehen, die in irgendeiner Form kickt. Wir hatten bei uns in der Location mal Carsten Borgmeier, der erzählte, er hat auf dem CPC, Patrick, weißt du das noch, irgendein Spiel, was er früher meinte, das war das Beste, was er je gesehen hat, eine unglaublich realistische Grafik. Und dann ich weiß, was seine Reaktion, als er es gesehen hat, ich komme nicht mehr auf den Namen. Der sagte dann, das ist doch nicht das Spiel, doch, oh Gott, ja. Also man zerstört manchmal mit so einer Location halt auch Träume von Leuten, die halt in ihrer Erinnerung etwas in unglaublicher 3D-Grafik fließend und dann kriegst du halt so eine klotzige Grafik, die sich kaum bewegt. Ne? Wenn es aus dem kulturellen Zusammenhang gerissen wird, übersetzt sich das nicht mehr. Aber eine Sache gibt es, und das ist etwas, was ich mir eben auch als Arcade-Automaten gekauft habe, finde ich Defender. Das ist das schwierigste Spiel der 70er Jahre. Und ist aber auch soundmäßig völlig irre, weil es ist ja nicht so, dass heute sind ja Sounds alle tatsächlich echte Sounds und Samples und Designs, die direkt ablaufen. Früher waren das Schaltkreise, also man hat es ja später selber programmiert, keine Ahnung, einen Ton, der aufsteigt und abschwingt und dann sich wiederholt und dann leise wird, sowas. Aber das war zum Teil richtig gelötet. Man möchte meinen, ich erinnere mich, wie mein Vater mir mal erzählt hatte, dass wenn sie so eine einfache Schaltung, einfaches Programm gemacht hatten, das wurde nicht programmiert, es gab kein Betriebssystem, wo man dann einen Bildschirm hatte und dann gesehen hat, was man geschrieben hatte, sondern das wurde alles von Hand gecodet und die Codes, die Operation Codes wurden binär einprogrammiert auf einen Stab. Da waren Löcher drauf, so ähnlich wie man so ein Regal einhängen könnte, nur viel, viel kleiner. Und dann wurde durchgenäht, ein Draht nämlich. Durchs Loch durch war eine 1 und übers Loch drüber war eine 0. Und so wurden dann die Operation Codes gemacht, zusammengesteckt. Und das war dann, keine Ahnung, eine Uhr oder, keine Ahnung, ein Zählwerk oder so. Meine Fresse. Und so denke ich mir, so fühlt sich das an bei Defender des Sounds. Aber die Sounds sind so unglaublich brillant. Das Spiel ist so flüssig, die ganze Zeit so flüssig. Und finde ich, das ist auch heute noch ein absoluter Meilenstein. Wenn man zuschaut, wie jemand toll Defender spielt, dann ist das, wie jemand zuschaut, der sehr schön Eiskunst laufen kann oder so. Das sieht einfach wirklich wundervoll zu sehen. Einen irren Groove hat. Das, finde ich, gibt es sonst auch nur beim guten Flipper-Game, wo alles gut rund läuft und man einzelt mit der Maschine. Und bei dem Gerät, das du da hast, mit diesem Defender-Automaten, kann man, glaube ich, auch den Enigma-Code knacken, ne? Aber es ist tatsächlich direkt kompatibel. Es dauert nur 4 Stunden und dann hat man das erste Aufstecken. Aber dann hast du nur Nostalgie-Smoodle zu den ganz, ganz alten Geschichten, als es dann schon Sprites und so gab, weniger Emotionen. Ja, naja, das Sprites ist dann schon die Teenager-Zeit und dann 16, 17, 18, 19, da Sprites war ja auch eine absolute Revolution. Ja, oder? Ja. Und kann auch, dass man 8 Stück auf einmal hatte laufen lassen kann auf dem 50er. Oh mein
Gott. Ich hatte das Wort vergessen. Sprites, stimmt. Und das hätten wir doch in der Quizfrage gehabt. Die muss ich jetzt streichen. Ja. Oh, sorry. Sprites kann das denn? Ja, das Satz, den habe ich schon lange nicht. Das war aber genau. Eine der legendären, neben dem Soundchip war das eine der legendärsten Säulen für den Erfolg vom VC64, dass das Sprites machen konnte. Ja. Und das dritte ist Raster Interrupt, was für heute, bis heute noch, obwohl ich ihn selbst programmiert habe, um mal ein Grafik-Adventure, Text und Grafik auf einem Bildschirm zu bekommen, für mich immer noch Verzauberei gleicht. Weil es einen Flag, eine Leitung gibt irgendwo im Rechner, in dem Prozessor, dass wenn der Kathodenstrahl am Fernseher eine bestimmte Höhe hat, das wird ja ausgelöst. Und die Höhe kann man angeben und dann kriegt man immer an der 150. Stelle Bescheid und wird ein Programm aufgerufen und switcht dann 2 Bytes, dann wird der Zeichner woanders hergeholt, dann kommt er wieder vorbei, schaltest du wieder um und man sieht sich auf dem Bildschirm, das finde ich Zauberei, absolute Zauberei. Das cool, ich habe für Retro-Zeug sonst rumstehen, also an Geräten oder an Sachen aus der damaligen Zeit und sind die noch von früher wirklich oder habt ihr die dann später nachgeholt? Von einigen Sachen haben wir jetzt schon gehört. Also diesen Atari zum Beispiel, den habe ich mir damals nicht leisten können. Das war ein Traumgerät und das Gefühl einfach, den habe ich jetzt, wollte ich mir wieder gönnen, den ich mir bei eBay geholt habe. Aber die meisten Sachen habe ich eigentlich behalten. Viele Sachen, die bei dir im Museum stehen auf der Homepage gesehen, habe ich bei mir zu Hause auch stehen. Links, mein Vectrex ist kaputt. Einfach nur 20 Jahre lang gestanden und kaputt gegangen. Haben wir auch noch 2 kaputte von Wickham. Das sieht man noch beim Start wahrscheinlich, ne? Bitte? Ja, genau. Fiebt nur noch beim Das ist nicht das Thema schon. Ja, das sind diese Kondensatoren da drin. Da muss man tatsächlich bei dem Gerät muss man mal gucken. Das haben wir auch. Wir haben 3 Geräte und eines ist komplett kaputt. Bei einem, das klingt schon so, als ob es bald kaputt geht und eine geht noch. Ja, und das schalten wir dann auch immer auf Bedarf gerne ein. Aber es ist das einzige Gerät, was nicht dauerhaft läuft. Da haben wir auch ein bisschen Angst drum, gebe ich zu. Da muss man manche Sachen nicht einschalten, damit sie nicht einfach... Ja, die haben die Motorräder. Die Motorräder und Flugzeuge, die kriegen absolut. Ja. Filmprojektoren, meine Super 8 Filmprojektoren. Wenn ich die nicht einmal im Jahr einschalte, dann gehen die einfach nach 2 Jahren nicht mehr. Aber es ist nicht immer schön, Sachen einzuschalten. Ich habe meinen ersten Computer wiedergefunden im Keller von meinem Vater, einen Sharp MZ 700, wir haben ihn in der Location testen wollen, eingeschaltet, es gab eine kleine Explosion, eine größere Rauchwolke, wir schmissen das Gerät noch aus dem Laden, ließen es in Anführungszeichen abdampfen und fröhlich abkokeln, genau. Ja, war nicht so schön. Wurde inzwischen repariert, freundlicherweise, von einigen auch, die im frühen Panel mit dabei waren, es gibt immer Leute, die kriegen sowas wieder hin, aber auch das Anschalten kann manchmal frustrierend sein, vor allem, wenn das der erste Computer war, aber er lebt ja auch wieder, also. Smudo, was ich lustig finde, du hast das eben so analytisch gesagt, wie ich das schon bestimmt 10 Jahre nicht mehr gehört habe. Und ich hatte vor Ewigkeiten mal ein Video gesehen, wo du erzählt hast, wie du fliegst und was die Vorbereitungen sind. Und genauso analytisch, wie du dieses Video gemacht hast, hast du eben gerade gesprochen, wie etwas funktioniert. Also Chapeau, das ist, wenn du sagst, du kannst das nicht mehr, aber du sprichst schon wie jemand, der das irgendwie hergestellt hat. Naja, klar, diese ganze Retro-Nummer, die ganzen alten Computer, das ist der absolute Drive am Ende diese gewesen. Mit der ganzen Band mich immer schon begleitet und oft auch darüber mal gesprochen. Deswegen manche Formulierungen sitzen dann vielleicht auch so ein bisschen eingeübt. Bei dem Video mit dem Fliegen zum Beispiel ist es so, dass ich jetzt 20 Jahre lang fliege und bis dahin immer schon ganz viele Leute immer dabei hatte und immer wieder alles erzählt habe, erzählt und erzählt. Und dann, ich habe versucht eigentlich, das in 90 Sekunden zusammenzuschneiden, aber es war nicht möglich, so viel Information gewesen. Wenn das so schön kondensiert kommt, wo du gerade die Geschichte vom kaputtgegangenen Computer erzählt hast, ist mir der Geruch eingefallen. Der ganz spezielle Geruch, wenn einem so ein, ich weiß nicht, was das ist, ein Kondensator oder sieht aus wie so ein fetter Widerstand, wenn der einem um die Ohren fliegt und dieser gelbe Schlamm daraus. Säure. Oh. Säure ist das? Ist das der Geruch? Also ich kenne das nur von Gitarren-Amps, die auch so uralte Dinge haben. Eine leichte Säure oder es gibt basisch, aber es meistens Säure, ja. Aber eine leichte Säure, das ist nicht super gefährlich. Kein basischer Gestank, so ein Säuregestank. Das Ergebnis ist trotzdem das gleiche, es ist nicht schön. Der Geruch ist völlig markant. Wir haben Texas Instruments gehabt, der Andi hat einen TI gehabt, auf dem wir total viel programmiert hatten. Der ging eines Tages auch nicht. Dann haben wir ihn aufgeschraubt. Und war eine tote Spinne drin. Kein Bug, wolltest du sagen. Rausgenommen, zusammengeschraubt und ging wieder. Oh, gut, geht doch, ist kein Problem. Denke ich so, scheiße, das ist doch schon ein paar Jahre her. Eine Doku gesehen, da habt ihr dann auch, du und der Andi, einen C64 raus, den ihr auch noch so umgebaut habt, wirklich als ich weiß nicht, Synthesizer oder sowas, wo ihr damals dann...
oder als? Der Andi hatte der Rhythmus. Der Andi ist der Löter bei uns. Ich verstehe von Hardware nicht viel und ist der Synthi-Freak. Aber wir haben beide programmiert. Und Andi hatte, es gab irgendwann mal eine CT oder ich glaube irgendein Vorgängermagazin davon. Die hatten mal eine Platine abgebildet. Die konnte man dann mit dem Fotokopierer auf eine Folie spielen. Und dann konnte man sich eine Platine ätzen. Und auf diese Platine konnte man EEPROMs draufstecken, auf der Sounds drauf sind. Und die konnte man abspielen. 3 EEPROMs. Man konnte dann über so einen kleinen Signalport dann sagen, welcher EEPROM angespielt werden sollte, und hatte auch noch eingestellt mit so einem Poti, dass der langsam oder schnell abgespielt wird, und hat dann 3 von diesen Platinen verbaut, oder waren es 4, und hat und das Tolle war, am VC64 hat er halt diesen wundervollen Userport gehabt, den man direkt programmieren konnte, und deswegen konnten wir damit die Platinen ansteuern, und damit hat er dann direkt erst Rhythmusmaschine gebaut, die haben wir die Bronxbox genannt. Und die haben uns natürlich. Weil die Bronx hatten ja auch alle dieselben Modelle. Ja, alle. Das war auch mit den Dingern auf der Schulter runter rumgelaufen. New York Bronx, das war ein Sehnsuchtsort für 14-jährige Hip-Hopper, klar. Und deswegen haben wir die so genannt. Das ist, du würdest eine Gitarre, wenn du 30 eine Gitarre bist, nennst du sie Nashville. Die Nashville 1. Oder so. Und wir in die Bronxbox. Und dann haben wir nämlich im Zuge dessen, hat Anni nämlich tatsächlich, da haben wir diese Doku gemacht. Und dann wurde auch gesucht. Und gleichzeitig wurde auch ein Museum bestückt. 30 Jahre Fanta 4. Die ist jetzt unter Corona zu Ende gegangen. Und da wurden auch viele Exponate aus dieser Zeit gemacht. Da haben wir die Bronxbox original aufgebaut in so ein Jugendzimmer. Annis Jugendzimmer nachgebaut mit dem Gummibaum und diesem merkwürdigen Teppichboden und so. Und das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl gewesen. Und da hat er dann die Bronxbox reingestellt. Und im Zuge dessen haben wir eben auch drehen können, wie wir die Bronxbox, er hat sie wirklich wieder aufgebaut, er hat sie wieder repariert. Selber? Ja, hat sie selber repariert. Und da hat er mir völlig stolz, wir haben dann einen Tag gedreht, aber ich muss dir zeigen, wie das Ding läuft, und saßen wir davon und konnten es gar nicht glauben. Auch die alten Files waren noch da, die wirklich ewig alt sind. Und den original ersten Hausmeister Thomas D. war unsere erste Single, und die wurde vorher mit der Bronxbox programmiert, noch da. Den alten Hausmeister bis und da, also was für ein Flash. Und dann haben wir es fällt mir nicht mehr ein, der VC64-Podcast, haben wir nochmal ausführlich alles produziert und nochmal erzählt, wie das war, unsere 64er-Zeit und mit der Band und so. Und da sind so Freaks, die haben original die Bronxbox nachgebaut als Hardware-Emulation. Und man kann jetzt, kann das Bronxbox spielen mit dem 64. Die sind völlig. Ihr seid Influencer. Ja, mit diesem alten Zeug. Es ist so ein bisschen so, als wenn es so eine Grammophon-Szene gäbe. Es wird im Chat schon nach dem Schaltplan der Bronxbox gefragt. Also. Eine Grammophon-Szene finde ich echt, das finde ich sehr geil. Wahrscheinlich gibt es das und wir tun denen jetzt Unrecht, weißt du? Wir lachen drüber und jetzt sind irgendwie 5 Grammophon-Podcaster total beleidigt. Na, wir stehen da ab Mitte 40 halt offensichtlich an der Schwelle in dieser Welt. Opas und Onkels, die diese alten Dinger pflegen und so. Und dann, ich sehe es an meiner Tochter übrigens, der ich dann erkläre, was so ein alter Arcade-Automat ist. Hm. Und das ist wirklich überhaupt nicht. Ich finde es schlimm, dass viele schon keine Disketten mehr kennen heute. Kassetten brauchen wir gar nicht mit überreden. Dann zeigst du dieses Symbol an eine Software, wo die Diskette für abspeichert ist, und die sagen, du zeigst dann hier und dann sagen sie, oh lustig, 3D gedruckt, so, das ist ja wie Abspeichern-Symbol. Nein, das ist eine Diskette. Was ist eine Diskette? Das ist genauso, ach, wie man früher gesagt hat, das war ein Symbol für Film, aber. Ja, das, ja. Das will man damit noch anfangen. Und das Gleiche, auch das ist auch nicht mehr ganz gültig bei mir. Wobei ich sagen muss, mich tickt das schon sehr, wenn ich auf Facebook, wo man ja jetzt nur noch selten vorbeischaut eigentlich, diese Postings sieht, wo irgendjemand dich mit ganz vielen Ausrufezeichen anschreit, weißt du noch, was das bedeutet? Und es ist dann eine Kassette und ein fucking Bleistift. Und das ist dann der Lebensinhalt dieser Person, so, dass er uns den Jüngeren erklären muss, wir alle anderen wüssten nicht mehr, was das bedeutet. Das finde ich ein bisschen anstrengend. Es ist nervige Version von Nostalgie. Genau, man muss aufpassen, dass man diese Welle nicht zu scharf surft und all. Ja. Es gibt 2 Sachen, für die man nichts kann. Wir müssen, wie gesagt, mit der Grammophon-Szene aufpassen, denn Schon im Chat, es gibt eine Röhrenradioszene und man vermutet daher auch eine sehr große Grammophon-Szene. Sie wird vermutet, aber da die ja nicht live gehen mit ihrem Grammophon, werden wir es nie erfahren. Genau, der Zentralrat der Grammophonbesitzer ist gehört. Also Beschwerden bitte an uns schicken, das geben wir dann gerne weiter und geben euch natürlich auch eine Plattform. Wir sind ja sehr retroaffin. Also an meinen Kindern merke ich, dass es gut ist, weil sie einen so ein bisschen zeigen, dass das, was man da so an Neuigkeiten erfährt,
dass das natürlich eine Welle war, die man erlebt hat und deshalb Nostalgie natürlich auch viel mit der Erinnerung an damals zu tun hat und dass sich das aber wiederholt, weil ich sehe, wie manche Sachen meine Tochter flashen, wo sie jetzt auch mit ihren 13 merkt, dass etwas, was vor 5 Jahren, also sich erinnert, alt ist, weil die alten fetten iPads und so ein Zeug, aber die hat gestaunt, ich habe ihr einen Emulator gezeigt mit dem Star Trek Next Generation Flipper und dann gehen wir ins Büro und sage ich, und da ist ein echt und das ist so ein mechanisches Spiel auch überhaupt gibt. Ich habe so eine Murmelbahn geschenkt. Wie heißt sie? Steht jetzt nämlich da hinten, weil ich es eigentlich mir geschenkt habe. Die aus diesen Kunststoffteilen, die man ineinander steckt? Die Holzversion. Turing-Tumble. So eine Art, so ein Brett, auf das man so, das sind so Stöcker, also Pins drauf, wo man kann so kleine Plastikweichen und andere kleine machen und kann dann so XOR-AND-Verknüpfungen machen und dann kommen blaue und rote Murmeln runter und dann soll man programmieren. 10 rote, 10 blaue Kugeln, am unten soll da 2, 2, 2, 2 Farben abgewechselt werden. Dann steckst du die so rum und habe ich versucht, das ist im Prinzip wie ein Computer. Und in der Anleitung vom Tumbling Turing steht drin, ein Rechner heute, wenn man ihn daraus bauen würde, wäre so groß wie Frankreich. Das ist gut. Aber ich habe es Weihnachten geschenkt, aber es steht seit 1,5 Monaten hier. Und ich programmiere das Ding. Es interessiert sie nicht. Ist ein Versuch. Will sie auch Instagrammerin werden oder hat sie ein vernünftiges Ziel im Leben? Nee, sie findet oberflächlich. Also die Große. Oh. Ja, das sage ich nicht ohne Stolz, aber. Nein, genau. Sie wird ja auch noch größer und all das, aber. Es kommt schon noch alles. Alles easy. Was mich nochmal interessieren würde, wir haben ja schon gesagt, es ist ja oft so, dass einen die Retro-Erinnerung doch täuscht. Wir sprechen ja bei uns sogar schon in unseren Fällen von Retro-Demenz teilweise. wenn ihr euch auf irgendwas Altes, was ihr wieder neu anschauen wollt, freut, habt ihr das auch schon mal gehabt, dass das dann doch ja gar nicht dem entsprach, wie man es in Erinnerung hatte? Gibt es da ein schönes Beispiel? Tausende. Also das erste Spiel, was ich bei mir so in Verbindung setze, Tom für den C16, das war damals der Computer, den ich von meinen Eltern bekommen habe, der erste mit diesem Spiel Tom, was ja so ein Indiana Jones Verschnitt war und so ein Jump'n'Run, was ich damals auch durchgespielt habe, sehr enttäuscht war, dass es einfach nochmal neu gestartet hat, kein Endscreen gab oder sowas, aber so war das halt damals natürlich und ich habe das letztens jetzt mal angespielt, als ich das mal so gezeigt habe hier, das ist mein erstes Spiel und dachte so, puh, okay, ja, man merkt halt doch, es war ein C16, es war schon gut für den C16, ganz klar, aber so heute denkt man dann so, und ja, und dann, was mir dann auch einfiel ist, mein Gott, war ich früher wirklich so gut in dem Spiel oder bin ich heute einfach nur so schlecht, dass ich nicht mal 2 Bildschirme weiterkomme? Also nach dem Üben 2 Bildschirme. Bei mir ist weniger die Optik als die Ladezeiten. Es ist einfach unglaublich, wie lange man gewartet hat damit. Eine absolute Frechheit aus heutiger Sicht. Wie geduldig wir waren. Ja, wir haben Mittag gegessen, während die Kassette geladen hat. Ich habe mich tatsächlich an solche Vorgänge erinnert, genau. Wir hatten das Spiel dann scheiße und haben es nach 2 Minuten wieder abgeschaltet und das nächste angefangen zu laden. Beim Programmieren war es noch viel krasser. Eine ganze Nacht geschrieben und dann nur um es zwischendurch abzuspeichern, weil falls der Rechner abschmiert, damit muss man ja immer rechnen. So wie wenn man einmal durch ein Flugzeug über den Atlantik fliegt, musst du immer mit dem Notfall rechnen. Wenn du mit dem Motorausfall hast, aber auch mit dem Schlimmsten gerechnet. Und dann wirklich das Ding, und okay, ich will jetzt mal Abendessen, dann gehst du nachher hoch. 12 Stunden später ist es aufgezeichnet. Und das Schöne ist, wenn er dann beim Abspeichern abstürzt. Ja, auf die einzige Kopie drüber geschrieben, weil die nur Wir hatten mal auf einer Gamescom eine ganz lustige Situation. Da habe ich mit jemandem ans Westlich ein Programm geschrieben, ein 5-Zeiler haben wir da gecodet, haben 1 Stunde gebraucht, wenn wir damit irgendwie Tricks gearbeitet haben. Und wir fielen uns auf, weder da tatsächlich noch Diskette angeschlossen, wir können nicht abspeichern. Und wir haben 5 Minuten überlegt, was wir jetzt tun, bis wir auf die Idee kamen, ein Handyfoto vom Bildschirm zu machen. Und dann haben wir überlegt, dieses Handyfoto ist jetzt wie viel größer als der Speicher des C64? Das war so absurd. Apropos, wer hat eigentlich, apropos Handyfoto, wer hat eigentlich damals Listings aus Zeitungen abgetippt? Ja, alle, oder? Spiele? Ja, definitiv. Alle. Das war doch eigentlich die Hölle, oder? Die größte Erfindung war der Checksum-Generator, dass man wenigstens ungefähr wusste, wo die Fehler waren. Ne, das war toll, ja. Ewig das Bauen und am Ende, wenn es dann klappt, vielleicht noch Fehler suchen, wenn es dann klappt, das war wie so ein Puzzle, fand ich. Ja. Ohne Scheiß. Es war ein sakraler Moment, als ich es geschafft hatte, auf einem Texas Instruments irgendwas einzutippen, was ich weiß nur, es hat sehr lange gedauert, dass einfach nur der Name Tommy mit einem I auch noch, weil irgendwie das mit dem Y nicht geklappt hat, so quer über den Bildschirm lief. Und ich weiß nicht, ich habe meine Eltern gerufen und gesagt, schau mal, jetzt auf dem Fernseher, da läuft jetzt der Name da. Ich habe da niemanden wirklich außer mich selbst dafür beeindrucken können. Aber ich habe ewig dran getippt, aber es war ein dermaßenes Ereignis, ich konnte das überhaupt nicht fassen, weil es ist ja jetzt im Fernsehen für mich
kleinen Bub. Mhm. Texas Instruments, was müsste das denn gewesen sein für ein Modell? TI-99. Genau, denke ich auch. Wahrscheinlich. Überhaupt, ich glaube, dass das auch für unsere Generation noch ganz wichtig ist, dass so ein Screen, so ein Fernseher ja auch noch ein viel heiligerer, exklusiver Raum war. Ja. Es gab keine Videos, nicht direkt, es war auch schon sehr luxuriös überhaupt, dass man sich einen Film angucken kann, sich selbst filmen kann, all das. Ja. Das ist, glaube ich, auch noch... Ja, das war noch in der Vorvideozeit, müsste das noch gewesen sein. Programmieren, was da drin ist, beeinflussen, was da passiert und so. Also VHS war die erste vernünftige Möglichkeit, glaube ich, auch aufzunehmen. Ne? Das ist... Video 2000. Ich weiß aber nicht, ob es die Videokameras dafür gab. Ich glaube, mit JVC oder JVC war der erste Hersteller, der es auch so in Kameraoptik, wo wir schon bei dem hier waren, bei dem Drehen, ausgebracht hat. Habt ihr auch am Fernseher an diesen kleinen Rädchen, die man nur mit dem Fingernagel bewegen konnte, gesucht, ob RTL Plus schon, RTL Plus schon in Deutschland ist? Um das zwischen den Kanälen zu sehen. Ist es schon da? Ist es? Ich finde es nicht. Okay, nächstes Band. Und auch dieses Geräusch, oder wenn man zu nah am Fernseher war, dieses Gefühl, wenn man mit der Hand über den, in der Nähe von der vom Display war, das vergisst man doch nie. Dieses Knistern. Das Knistern, jetzt fällt es mir. Das ist ja, Schnurrbärte an Nachrichtensprecher kleben. Hat das jemand gemacht? Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Nein. Ja. Ich fand der Statik, weißt du, konntest die als mit so einem dünnen Papier an den Bildschirm kleben. Der blieb halt haften. Ich fand das bei mir so toll, dass wir in NRW halt die holländischen Sender empfangen konnten. Mhm. Und die hatten dann diese ganzen amerikanischen Serien, von denen du in Deutschland noch nie was gehört hattest. Im Original. Und du warst einfach total fasziniert. Und du hast halt mit irgendwie 8, 9 Jahren kaum was verstanden. Aber einfach, da liefen Sachen, die du dir gar nicht vorstellen konntest, weil es gab halt noch RTL gar nicht, also nur im Kabel. Und solche Sachen, glaube ich, haben einen kulturelle Vorteile gesichert. Gegenüber, also ich erinnere mich an einen, den wir tatsächlich auch monetär sozusagen ausgenutzt haben, ist, dass wir nämlich die amerikanischen Besatzungszone im Raum Stuttgart, ja, die auch die GI-Diskotheken hatten, in denen eben dann die Amerikaner ihre Musik von zu Hause gehört haben. Und wir als Teenies da rumhören konnten und es einen kleinen Plattenmarkt auch gab, auch Plattenläden, die Importplatten in Stuttgart verkauft haben. Und wenn man heute sieht, wo hat der deutsche Hip-Hop angefangen? Es ist tatsächlich diese ganze Welt, Frankfurt, Heidelberg, Stuttgart. Das sind die ganzen ersten Bands gewesen, weil die ersten Mal hier damit versorgt waren, sozusagen. Meine Fresse. Hm. Mein Vater hat mir erzählt, dass er damals, so in seinen jungen Jahren, also er ist Nachkriegsgeneration, dass sie zum Autoscooter gelaufen sind, wenn irgendwo halt eine Kirchweih war, weil dort die neuesten Platten zu hören waren. Dann musstest du zum Autoscooter und da dann rumlungern, um die neue Bill Haley-Scheibe zu hören. Ja, und überhaupt, ne, dass man was machen musste, um etwas ganz Exklusives zu bekommen. Und heute lebt der kulturinteressierte Teenager in einer Welt, in der irgendwie alles da ist. Auf Knopfdruck. Ja. Er kann es nicht mehr wertschätzen teilweise vielleicht. Ja. Er besitzt es nicht, aber er kann es nutzen. Ne? Das ist der Unterschied. Ich persönlich glaube, es ist schwieriger für die Kinder heute. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch es ist schwieriger. Die leisten eine Menge gerade an Input. Und ich glaube, das ist auch der Motor dafür, dass man manche Sachen eben auch wirklich hart bricht, um quasi, wenn man sie schon nicht örtlich eingrenzen kann, sozusagen, wo man sie kriegen kann, die Information, dass man sie quasi dann unmoralisch zweifelhaft macht und sind so exklusiv. Also wenn du richtig hart, ey du Huso, fick dich selber in den Arsch, dann bist du verrückt, was hörst du da? Dann hast du quasi was erreicht. Dann hast du, ja, ich höre etwas, was nicht jeder hört. Das war ja in anderen Rahmen früher auch schon so. Wie ist es überhaupt mit Computermusik? Habt ihr früher die Musik auf den Computern auch schnell gemocht? Weil es gibt ja jetzt zum Beispiel die Szene, die den Sid toll fand, also jetzt wäre es die Soundchip oder anderes. War das für euch wichtig, die Musik damals auch am Computer oder wie diese Musik entstanden ist? Ja, geht so. Die Effekte auf dem 64er waren wirklich atemberaubend. Ich erinnere mich an den Entertainer. Das war wirklich nur ein Programm, das erstmal 3 Minuten lang irgendwas decodet und dann steht auch erstmal Coffee Break. Wir warten jetzt erstmal 3 Minuten und dann läuft der Entertainer irgendwie vierstimmig. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Aber mehrstimmig. Ne? Der Sid hatte 3 und wenn du gut warst, konntest du eine 4. simulieren, aber eigentlich hatte der Sid 3 Stimmen. Und das alleine war ein Programm. Und dazu haben wir uns wirklich nach der Schule getroffen mit Laugenbrötchen und Zitronentee, um uns Entertainer anzuhören. Aber so ein richtig, also es war nicht eher ein musikalisches Erlebnis, sondern ein technologisches. Also entschuldige, Alexander. Bei mir war es, ich habe ja den C64 übersprungen, ich bin dann direkt zum Amiga gegangen. Ich habe den C64 erst tatsächlich durch die ganze Retro-Brase nochmal lieben gelernt, den Sid-Sound.
Aber wir haben auf Amiga dann hinterher auch Musik gemacht. Also zum einen war ich dann in so einer kleinen Demo-Gruppe, wo man dann organisiert war, so mit 14, 15. Also ich bin 45, ein bisschen jünger als Mulu. Das war aber so die Zeit, wo du dann so Demos programmiert hast und dann warst du halt Musiker für so eine Demo-Gruppe. Das war natürlich das Geilste, wenn dein Song mal irgendwo auf irgendeiner Diskette irgendwo in Deutschland lief. Und dann haben wir irgendwann so in den 90ern bei uns der Euro, wie hieß denn das Zeug, dieser Eurotechno, dieses Eurodance so auf den Sack gegangen ist. Natürlich. Haben wir dann angefangen, auf dem Amiga Eurotechno-Kram selber zu machen, weil wir dann Sampler hatten und dann konnten wir auch Spaß damit da reinbasteln. Ihr habt es so gehasst, dass ihr es selber gemacht habt? Wir wollten es karikieren und wir waren kreativ. Ah, Ironie. Stockholm-Syndrom. Und dann haben wir das einfach angefangen, selber zu machen. Und das war sehr, sehr verrückt. Und das war so an der Grenze, wo man angefangen hat, Alkohol zu trinken. Da sind einige sehr, sehr alkoholwabernde Geschichten entstanden, die ich alle noch habe. Inzwischen auf dem PC und mit so Trackern auf dem PC kann ich die bis heute laufen. Aber Soundtracker damals auf dem Amiga, ganz groß. Das würde ich gerne mal hören. Ich fand das damals charmant. Der erste Podcast, den ich in meinem Leben gehört habe, war Hoaxilla, witzigerweise. Ach, das war einer der ersten. Und ich dachte, diese Musik ist so schön. Warum mag ich diese Musik? Und ihr habt ja bei den ersten, ich weiß nicht, wie viele Folgen, aber habt ihr Amiga-Musik, also Musik genau. Auf dem Amiga genommen, deine Musik wahrscheinlich von damals. Genau. Ich weiß, im selben Grund, weshalb wir unsere Hörer heute immer noch mit meiner Zwerstig-Musik quälen, ist ja halt GEMA-frei, ist etwas einfacher. Und ich fand das so charmant, dass ihr da Amiga-Musik drin hattet. Ich war fast enttäuscht, dass ihr das irgendwann abgeschafft habt. Ich dachte, der muss irgendeine Retro-Affinität haben. Das war vor, wann habt ihr angefangen? 8 Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre? 10,5. 10,5, okay. Ja, stimmt. Aber genau, aus dem Grund, ich hatte nichts. Ich wusste nicht, wie ich Musik verwende, hatte Angst vor der GEMA und dann habe ich gedacht, oh, guck mal, hier hast du noch so ein paar Tracker-Geschichten. Habt ihr so ein bisschen umgeschnitten und daraus. Wir hatten fast alle Angst vor der GEMA. Aber wir müssen davon nicht wegkommen bei uns, weil wir sind ja immer ein Retro-Spiele-Kompott sozusagen. Hm. Und da passt das dann immer noch. Aber ich fand das total charmant, dass ihr das benutzt habt. Das fand ich lustig. Aber ich musiktechnisch ist der Amiga für mich halt auch so. Also da kann ich mich noch genau dran erinnern, dass ich damals das war auch dann bei uns in der Stadthalle, war so ein Computertreffen, da bin ich hin mit 13 oder so. Und dann habe ich dann zuerst auch mal so Demos gesehen. Ich hatte selber noch den C64 und dann Amiga. Und das erste Stück, was ich jemals da gehört habe, war Axel F. Oh, das hat mich so geflasht, weil ich dachte, Moment, das hört sich doch genau so an. Wahrscheinlich, wenn ich es heute höre, merke ich, okay, es ist doch ein Unterschied. Aber für 13-Jährige war das hört sich ja genau so an wie in echt. Ne? Und war halt einfach, habe vor dieser Demo gestanden und gedacht so, wow. Ist jetzt eigentlich der Moment, wo wir mal auf die Spendenaktion vielleicht kurz hinweisen, jetzt wo Smudo noch da ist? Das könnt ihr gerne machen. Wie gesagt, wir sammeln hier noch für unser Museum, das ja seit über einem Jahr Corona getroffen ist. Das ist wirklich ein Problem. Wir hatten wir ja früher auch im Vorspann noch mal erzählt, jedes Mal, da tatsächlich eigentlich erst im Jahr 2020 durchstarten wollen. Damit war ein Scheiß-Timing, muss man vorsichtig zu sagen. Alle Testläufe Ende 2019, alles super. Ab März machen wir dann die großen Events. Ja, ab Mitte März kam Corona. Danke dafür. Und dann haben wir lange dafür gekämpft, dass das Museum tatsächlich ein Museum wird. So lange, bis wir dann von der Kulturbehörde einen Brief bekommen haben, dass wir jetzt ein Museum im Aufbau sind und bei der Kulturbehörde geführt sind. Und dann kam der November und da wurde gesagt, so, das Erste, was wir zumachen, sind die Museen. Ja, und das ist natürlich, und ich wiederhole es auch immer noch mal gerne wieder, ohne die Community im letzten Jahr, ohne die Unterstützung, wären wir jetzt schon gar nicht mehr in dieser Location. Ja. Wir hätten schon längst raus müssen. Und deswegen haben wir uns da riesig gefreut. Da haben wir letzten Oktober das letzte offizielle Event gehabt und waren ja sicher, im Dezember geht es weiter. Ja, schlimmstenfalls halt im Januar. Jetzt haben wir schon Februar. Ja. Also, aber wie gesagt, die Community ist der Hammer und wir kämpfen darum, dass wir weitermachen und es wird hier irgendwann wieder was Großes passieren. Das versprechen wir und wir kämpfen dafür mit allen Möglichkeiten drum und freuen uns auch, dass uns hier so viele helfen und unterstützen. Und solche Panels, die sich jetzt entwickelt haben durch Corona, ich glaube, das gilt ja auch für andere, die jetzt Online-Sachen machen, das wäre ohne Corona ja wahrscheinlich auch nicht passiert. Und ich denke mal, vielleicht können wir am Ende zwar jetzt nicht sagen, Corona war in Anführungszeichen sinnvoll, aber es hat vielleicht auch Sachen angestoßen, die wir sonst gar nicht verfolgt hätten oder sind kreativer geworden oder ja, aber trotzdem hätte ich auf einige Wochen und Monate mit Diskussionen mit Behörden und Ähnlichem gerne verzichtet oder mit Vermietern, die uns nicht entgegenkommen wollen. Deswegen ist es toll. Gesundheitsbehörde, Patrick, immer daran erinnern, die Gesundheitsbehörde. Ich möchte diese 2 Wochen, die hatte ich jetzt gerade verdrängt, danke. Also ich habe jetzt gerade mal einfach 4 Klicks investiert. Also ich habe jetzt das PayPal.me eingegeben nebenbei, während du erzählt hast und habe mit 4 Klicks Geld gespendet. Das geht wirklich
super simpel. Vielen, vielen Dank. Da wärst du gleich noch, sobald ich das hier erhalte, das lobend ich, erwähnt. Das war jetzt nicht meine Gewähr. Ich wollte nur sagen, es geht total einfach und das kann man wirklich, während man hier zuhört, total problemlos machen und das trifft definitiv nicht die falsche. Also, wie gesagt, 100 Euro könnt ihr die E-Mail von Tommy Krapfeis dann kaufen. Wir verkaufen sie dann. Wir verkaufen doch keine E-Mails, wo wir könnten wir noch kopieren. Nein, also wie gesagt, wir haben gemerkt, was sich hier auf der Szene entwickelt hat, auch bei uns in der Location. Wir haben da teilweise Abende verbracht. Wir haben Entwickler, Programmierer da gehabt, Künstler da gehabt. Und es hat sich eine tolle Szene entwickelt. Und die wird auch wiederkommen, hoffe ich mal. Weil ich hatte zwar das Gefühl, die Kultur hat irgendwie so ein bisschen ihre Lobby verloren. So ein bisschen, es wird über alles noch gesprochen, außer über Theater, Museen, Konzerte, Veranstaltungen und Ähnliches. Aber ich denke mal, ich hoffe mal, ohne geht es auch nicht. Und das ist auch hier an alle, die uns zuhören, kämpft um die Kultur in eurer Gegend oder überhaupt um die Kultur, weil die kommt nicht von alleine wieder. Weil die stirbt leider dann doch irgendwie, ne? Haben ja viele Leute auch, die es sich nicht leisten können, dann andere Möglichkeiten gesucht. Braucht man nicht von Roadies anfangen bis hin zu anderen Leuten, die von Konzerten abhängig sind. Danny kann ja mal erzählen. Ja, ich möchte gerne wieder arbeiten. Bitte schick mich wieder mit Bands auf Tour als Tourmanager. Ich möchte Konzerte, ich möchte die Musik in die Welt tragen. Das wird mir leider verwehrt und die Unterstützung ist einfach mal für den... Genau, da ist die Unterstützung von unserer Regierung für uns. Passiert viel zu wenig. Habe ich das richtig gehört, dass heute irgendwie, habe ich im Radio, glaube ich, gehört, dass Schauspieler, freischaffende Schauspieler jetzt irgendwie 7.000 Euro kriegen oder sowas? Hat das jemand aus dem Meer gehört? Oder war ich habe so eine vorbereitet, es wurde irgendwas geplant, aber das Problem ist, was man da alles hört, da ist ja das Hauptproblem, dass zum Beispiel jetzt bei den Theatern, wir wollen jetzt nicht unbedingt das Thema hier breit machen, aber da fand ich so schockierend, das ist ja ein anderer Beschäftigungsstatus. Das sind ja keine Angestellten, aber keine Freien. Ich weiß jetzt im Namen nicht genau, wie es heißt. Und die fallen dann wieder aus der Förderung raus in solche Geschichten. Genau, weil wir die sind ja auch unten sind. Genau, wir sind auch raus, verbundene Auftrag, genau, das war das Wort. Und wir hatten dasselbe Problem, dass wir zwischen den Stühlen saßen mit vielen Dingen. Wir sind ja eine Firma und haben das Museum uns sozusagen in Anführungszeichen als Luxus geleistet. Und dann ist die Firma weggebrochen fast, weil wir im Medienbereich arbeiten. Dann bricht das Museum parallel weg, weil wir nicht starten können. Und dann durften wir ja nicht öffnen, weil wir ja zu dem Zeitpunkt kein richtiges Museum waren. Aber die Spielhallen durften aufmachen, weil da war es ja okay. Weil da Geld rauskam, Patrick, denk dran an den Satz. Die Argumentation war, aus ihren Computern kommt kein Geld, deswegen können wir sie nicht als Spielhalle deklarieren. Deswegen sind sie keine Spielhalle und auf der Positivliste stehen sie damit nicht. Damit fallen sie dann raus. Ja. Das ist ja nicht zu glauben, Deutschland und die schon immer ein Gegner von Spielhallen. Ja, ich meine, ich habe bei euch auch mit dieser App die Geschichte gelesen. Da haben sie euch ja auch nicht die Bude eingerannt, oder? Achso, du meinst die Luca-App? Mhm. Das läuft gerade richtig gut. Also es kann... Da ist gerade richtig Dampf dahinter, weil an ganz vielen Stellen gleichzeitig viele Leute das für eine gute Sache halten, für ein gutes System halten und wir seit letzten 5 Wochen in der Politik massieren, wo wir können und das fruchtet gerade ganz gut. Aber es hätte ja schon vor Monaten eigentlich passieren müssen, wenn einer es gemerkt hätte. Das ist richtig, aber man muss auch sehen und ich will das gar nicht irgendwie, na klar, ist alles sehr dringlich, aber wenn man schon weiß, wie schwierig es ist, einen eigenen kleinen Laden zu verwalten, muss man sich mal vorstellen, wie es ist, einen Staat zu verwalten mit 90 Millionen Leuten, der rechts überholt wird von der Pandemie. An den Schaltstellen sind die Leute völlig drüber, scheint mir schon. Ich habe manches Gefühl, dass der ein oder andere Politiker das ganze Jahr nie länger als 4 Stunden den Tag geschlafen hat. Das ist sehr, sehr viel, was da passiert. Hinzu kommt auch, dass die Gesundheitsämter eigentlich immer so Schreibstuben waren. Naja, was müssen sie machen? Alle 8 Wochen mal einen Zettel verschicken, weil einer Tuberkulose hat. Überwiegend von Medizinern besetzt. Und dann kommt plötzlich von rechts die Pandemie daher, weltweit chaotischer, pandemischer Zustand und dann wird plötzlich der digitale Nachteil sowas von sichtbar. Das ist natürlich, man kann sagen, saublöd gelaufen. Wie für uns alle natürlich. Da haben wir auch für alles Verständnis gehabt und auch für die Politiker. Nur was uns halt geärgert hat, dass halt immer Sachen versprochen wurden und haben alle gedacht, es wird eingehalten. Ja, es gibt eine Kulturhilfe, ja, es gibt eine Novemberhilfe, Dezemberhilfe, ich weiß nicht was. Und vieles von den Sachen ist ja bis heute bei den Leuten nicht eingetroffen. Und das wird natürlich nicht laut erzählt. Und dann haben wir auch Mails bekommen am Anfang bei unserer ersten Gala, da mussten wir gerade die erste Zahlung, die wir vom Staat bekommen haben, mit Strafe zurückzahlen, weil wir plötzlich ja doch nicht solo-selbstständig sind, sondern selbstständig und hätten wir keinen Anspruch drauf. Und dann haben es auch Leute geschrieben, wieso, ihr kriegt doch alle jetzt jeden Monat das Geld, wenn ihr arbeiten kriegt ihr doch Geld, genau. Und wie gesagt, die haben gesagt, es gilt für Solo-Selbstständige. Und dann hat unser Steuerberater gesagt, natürlich sind sie Solo-Selbstständige, ist doch alles kein Problem. Und dann kommt die Förderbank in Hamburg und sagt, ja, hallo, Herr Becher, das tut uns leid, Sie sind beide selbstständig und keine Solo-Selbstständigen. Und dann hat er gesagt, ja, Entschuldigung, aber das ist doch das Gleiche. Ja, nein, das ist ein Unterschied. Deswegen haben wir die Förderhilfe, die wir bekommen haben,
mit Strafe und nochmal Zinsstrafe zurückzahlen müssen, weil wir sind ja, haben das ja illegalerweise genutzt. Ja, aber da standen Sachen drin, die waren nicht nett. Da haben wir eine andere Hilfe bekommen, eine kleine, die durften wir auch behalten. Damit konnten wir dann wieder einen Monat die Miete zahlen. Jetzt haben wir einen Teil einer Novemberhilfe bekommen. Oh Mann. Aber ob wir die behalten dürfen, wissen wir auch nicht. Und wir können ja nicht planen. Und ohne die Community, das war ja vorhin kein Witz, wären wir nicht mehr da. Da hätten wir Ende letzten Jahres schließen müssen, definitiv. Zumindest das Museum. Und das ist eine Sache. Und dann siehst du halt die Politiker, die dann erzählen, es wird doch allen geholfen. Und in Hamburg sagte noch ein Politiker, die meisten Gelder wurden ja gar nicht abgerufen, scheint ja allen ganz gut zu gehen. Genau, scheint ja allen gut zu gehen. Und was ich nochmal erzählen wollte, bei uns ist ja das Problem, Patrick und ich sind ja beides Pressefotografen. Den Smudo habe ich übrigens mal beim Schachtermin gesehen. Daher kennt ihr euch. Das Thema ist, wenn das jetzt auch noch laufen würde, wenn die Pressefotografie super laufen würde, würden wir auch gar nicht sagen, oh Gott, uns geht so schlecht, weil wir haben auch vorher schon querfinanziert und gesagt, na, das ist halt unser Hobby in Tüttelchen. Aber in diesem Fall ist es so, die Pressefotografie ist seit einem Jahr tot. Kein Prominenter traut sich mehr, keine PR-Agentur macht mehr einen Termin. Die Fernsehshows lassen uns nicht mehr rein, öffentlich-rechtlich lässt uns nicht mehr rein. Ergo, nichts mehr. Das heißt, wir verdienen de facto seit einem Jahr nur noch aus dem Archiv. Archiv. Ja. Und dann kommt das Problem, wenn du dann auch noch deinen Laden zugemacht bekommst und ich mache noch nebenbei EDV-Service, das wird dann auch immer weniger, weil die Träger dann auch alle sagen, ja, wir haben jetzt gerade hier weniger Mitarbeiter und so, wir brauchen sie nicht mehr so häufig. Dann sitzt du irgendwann da und denkst, na toll, jetzt habe ich schon 3 Standbeine, 2 werden mir abgetreten und beim dritten wackelt es schon. Beim dritten wird dran gesägt, ja. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt hier nicht die schlechte Stimmung verbreiten, wir wollen ja gerade das Gegenteil nicht machen, ja, aber man muss darauf mal hinweisen. Aber ist es doch so. Also es ist, absolut. Ja, aber bei SARS-CoV-21 haben wir dann alle so viel Erfahrung, dass das uns alles nicht mehr anficht. Wie schön, dass du schon die Namen weißt. Wird das jetzt die nächste Verschwörung? Da muss ich Huxella einschalten, glaube ich. Na, ich wollte eigentlich, was so schön war, du hast das so en passant gesagt, Patrick, ist, dass wir hier ja über Kulturgüter reden. Ich finde, alte Computerspiele, das wird immer noch in so eine Schmuddelecke. Das Mutter hat ja gesagt, alles verbieten, gar nicht, also Spiele, Clubs und solche Geschichten. Das ist Kultur. Und wenn wir uns heute angucken, Computerspiele, wie viel Geld da umgesetzt wird, das ist mehr als Ich sage dir kurz einen Satz. Die ersten, als wir Anfragen mit den Behörden hatten, was wir machen können und so weiter, da haben wir Sätze gehört, ihr seid doch nur so ein Dach. Club. Ja, das ist halt falsch, ne? Das stelle ich mir tatsächlich schwer vor, weil eigentlich ist in Popkreisen bereits völlig gesetzt, ne? Und es gibt ja auch den deutschen Computerspielpreis, der auch legitimiert wird, und eine lange Diskussion, die eigentlich auch schon wieder alt ist, noch in den 90er Jahren, wo eigentlich auch klargestellt wurde, ist, dass es sich um Kulturgut handelt und auch um eine deutsche kreative Kultur-Game-Industrie. Ja, hier in Hamburg bei uns. Ja, speziell da. Deswegen erstaunt mich das wirklich. Aber das im Kleinkreis, es ist wie mit jeder Kultur, ist Kultur immer das Letzte, Kultur läuft immer so mit, weil das natürlich auch der Kit ist zwischen uns allen, zwischen uns Menschen, weil es sozusagen auch automatisch passiert. Und deshalb ist es nicht so ganz klar auf den ersten Blick. Und bei einem Provinzpolitiker und einem Provinzamtsschimmel sicher auch nicht. Na gut, wir sind in Hamburg, da würde ich die Formulierung jetzt vielleicht nicht vermuten, sagen wir es so rum. Aber ich habe jetzt gerade zum Beispiel in letzter Zeit habe ich mit diesem interessanten Tübinger Bürgermeister zu tun gehabt, den ich auch für einen Rebell halte. Und also ich glaube, der ist ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Also das, die Höhe, die Größe des Amtes und die Prominenz des Amtes schützt nicht vor Blindheit an mancher Stelle. Und dass es bei Kultur im Allgemeinen schwierig ist und mit Gameskultur doppelt hat, ist natürlich echt wirklich ärgerlich. Zumal mir gerade aufgeht, wie ich euch alle so sehe, dass das ja eine große, wichtige Welle in den 80ern waren, die 64er-Welle beispielsweise, die wirklich ästhetisch ganz viel mitgenommen hat und ganz viel beeinflusst hat in der visuellen Welt, in der wir leben. Und das ist ja auch, was Kunst macht. Sie beeinflusst Designs, wie welche Farben, welche Autos, wie sehen die Möbel aus und so weiter. Das ist also ein wichtiger, reeller Bestandteil. Und dass das tatsächlich immer noch geklärt werden muss, dass das, also wir sind alle berührt von dieser Game-Industrie, alle. Also wirklich sehr, sehr viele Leute und haben trotzdem selbst das Gefühl, wir seien Nerds. Das ist aber gar nicht, glaube ich, entspricht nicht der Wirklichkeit. So, mit diesen Worten muss ich jetzt leider weitergehen, meine 3 Nerds zu Hause versorgen. Das war toll. Ich komme am nächsten Mal und nehme ich mir mehr Zeit. Jetzt weiß ich auch, was es ist. Sehr, sehr gut. Ich sage dir schon mal vorweg. Also A, wie gesagt, wir machen irgendwann mal für den Podcast die Geschichte. B, wir haben jeden Donnerstag Online-Spielen. Wenn du mal Bock hast, bist du da herzlich willkommen. Und ansonsten, wie gesagt, einfach melden. Da können wir jetzt ja was machen. Vor allem während Corona freuen wir uns ja auch, wenn wir irgendwas Schönes publizieren können oder so ein bisschen aufmerksam machen können. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Super, danke auch. Ciao. Einen Donnerstag werden wir uns sehen. Mach's gut, Männer. Sehr, sehr gerne. Guten Abend. Ciao. Ciao. Ja, wir hatten eine Sache, würde mich mal interessieren, um mal ein bisschen wieder vom Thema abzulenken. Was habt ihr denn so schon an Sachen, was ich vorhin schon mal gefragt habe, gehabt, wo ihr euch hinterher gefragt habt, und das habe ich früher wirklich gerne gespielt? Gab es mal solche Situationen bei euch?
Asteroids habe ich vor kurzem probiert, weil ich habe dank Svens Tipps so eine Retro-Neukonsole gekauft. So eine, was war das nochmal? Atari 2600. So ein Atari 2600 verschnitzt, so ein kleines Ding, was so Pseudo-Full-HD kann, weil wir einen Beamer haben und das dann irgendwie, weil es so groß ist, weißt du, und du hast dann so Pixel, die so in Hausgröße über dein Bild flackern, ist das etwas verstörend. Aber da haben wir Asteroids probiert. Und ich war erst überrascht, wie unfassbar schwer es für mich war. Hm? Tatsächlich, wahrscheinlich für euch nicht, aber für mich war es wirklich hart. Doch. Das freut mich sehr zu hören. Vielen Dank. Mein Weltbild ist wiederhergestellt. Und wie repetitiv es dann doch sehr schnell wurde, so ein bisschen. Und ich weiß, dass ich damit so viel Zeit meines Lebens verbracht habe, genau mit diesem einen Spiel. Und mir fehlt heute da tatsächlich die Vorstellung, bis ich dann Shadow of War, also dieses Herr-der-Ringe-Ding, eingeschaltet habe, um mit meinem Bonussohn das nochmal anzuzocken, was ich schon durchgespielt hatte. Und dann festgestellt habe, da habe ich auf die Stundenzahl geguckt. Kannst du kurz mal erklären, was der Bonussohn ist? Ein Stiefsohn. Ich finde aber stiefblöd, darum nennen wir es einfach okay, Bonus. Und da habe ich dann auf die Stundenzahl geguckt, wie lange ich dieses Spiel gespielt habe und habe mir gedacht, okay, so viel anders ist das vielleicht doch nicht. Wo hatte ich diese Zeit eigentlich her in den letzten Jahren, so lang an diesem Spiel rumzuspielen? Aber Asteroids wäre definitiv die kurze Antwort gewesen. Ich habe wieder zu lang geredet. Bei mir sind es im Grunde genommen zwei Spiele. Das eine ist Leisure Suit Larry 1 und das andere ist Monkey Island 1, die ich im Grunde genommen einmal im Jahr durchzocke. Das ist so wie ein Buch, was man sich wieder durchlesen muss. Ja, Tommy, tu mir vor. Sven, halt die Klappe. Das sind doch zwei charmante Spiele, Tommy. Die mögen fang nicht an. Wieso denn? Sven, das sind Sven, charmante Spiele. Ohne Scheiß. Das war so peinlich. Erzähl du es bitte. Oh. Echt, du musst das erzählen. Das war wirklich peinlich. Der Tommy und ich machen alle 14 Tage eine Sendung, die nennt sich Noob Tours auf Twitch. Oh. Und da spielen wir Sea of Thieves und laden immer Leute ein, die das noch nie gespielt haben und machen so eine Mischung aus Talkshow und wir spielen Sea of Thieves mit denen, die das halt noch nie gespielt haben. Dabei, um das Ganze ein bisschen noch für uns schwieriger zu machen, haben wir Challenges, die die Leute im Chat dann halt für Bits holen können. Und eine davon ist, Sven liest 5 Minuten und Tommy schweigt. Und das ist nämlich echt immer hart für mich. Ja, wirklich, ist wirklich echt hart, weil ich dann immer sehr interessante Tatsachen wie zum Beispiel Entstehung der Socke nehme oder Tommy liebt ja Sport, also zum Beispiel die Geschichte des deutschen Fußballs. Und einmal habe ich natürlich war auch ein bisschen. Darf ich? Nein, warte, Sven. Okay, ja. Du vergisst einen ganz wichtigen Punkt. Entschuldigt, dass ich unterbreche, aber du vergisst einen wichtigen Punkt. Wir haben auch oft tolle Autoren und Autorinnen aus meiner Fantastik-Autoren-Blase, ne, vom Fantastik-Autoren-Netzwerk. Und da gibt es eine junge Autorin, die Svenja. Svantje. Ist wirklich eine tolle Autorin und die ist auch wirklich im allerpositivsten aller Sinne feministisch frauenbewegt und vernünftig und woke und alles. Also wirklich. Aber auf eine angenehme Art, so dass ich mir von ihr gerne Sachen erklären lasse und dann wirklich das Gefühl habe, ich bin danach ein bisschen schlauer und habe ein bisschen mehr gerafft von den Problemen, die es so gibt. Wirklich toll. Und die müssen wir auch mal einladen übrigens ins Ferngespräch, wenn ich darf. Und egal, auf jeden Fall, die haben wir eingeladen zu Noob Tours. Und jetzt, Sven, jetzt sagst du, was die erste Challenge war, wo ich 5 Minuten lang die Klappe halten musste. Bitte. Bei dem neuen Spiel, bei der neuen Version von Larry, von Wet Dreams Don't Dry, also der erste von den zwei Teilen, war ein kleines, da haben die mir ein Heftchen mitgeschickt. Die besten, weiß ich nicht, Pick-up-Sprüche von Leisure Suit Larry. Und die habe ich 5 Minuten vorgelesen. Und der Tommy, ist beinahe. Der ist nicht im Boot versunken, der ist in Australien wieder rausgekommen. Ich wäre beinahe durch die Kamera an deine Gurgel gesprungen und hätte mich in deinem Nacken verbissen. Das war so peinlich und es war ja auch nicht jetzt gerade postmodern ironisch, sondern du hast die einfach eine nach dem anderen vorgelesen. Ich habe mich danach eine halbe Stunde lang entschuldigt und die Svante hat mich eine halbe Stunde lang ausgelacht. Was die richtige Reaktion war auf jeden Fall. Aber Gott, war das peinlich. Und die sind ja alle scheiße, die Sprüche. Die waren grauenhaft. Und ich habe echt wirklich die schlimmsten gar nicht vorgelesen. das war wirklich. Im Nachhinein war es mir auch, habe ich mir gedacht, da hättest du mal einfach 2 Wochen warten sollen und hättest du irgendwas anderes vorgelesen. Aber andererseits ist das eine schöne Geschichte.
Aber es war damals prägend, um das zurückzuholen, das Thema. Ja, vor allem, weil alle wollten von Larry 1 dann die unzensierte Fassung ohne Balken, die ist natürlich genau. Egal. Man muss jetzt aber, um auch die Marke Larry nochmal zu retten, die neuen Spiele, die spielen sehr mit diesen alten Klischees der 80er, 90er und Larry ist da auch ein sehr angenehmer Charakter, weil die spielen halt mit diesen Klischees mit. Larry sagt dann halt, okay, da küssen sich zwei Männer. Och, das finde ich ja interessant, was viele alte Fans hier dann sagen, ey, das kann doch nicht sein, jetzt werde ich schwul durch Larry und sowas. Ne? Also das finde ich dann schon wieder. Das musst du dir vorstellen, toll. Erst durch die Neuverfilmung von Ghostbusters die komplette Kindheit gelöscht, ja, und jetzt noch schwul geworden. Das ist schon krass irgendwie. Es ist ja. Ja? So. Außerdem können sie keine Musik mehr hören, weil die Bleistifte demnächst abgeschafft werden. Es ist Wahnsinn. Ja. Auch zum Glück nicht. Und was hast du? Die Bleistiftinnen meinst du? Die Bleistiftinnen, ja. Und was hast du mit Monkey Island für ein Problem? Das war im selben Atemzug. Nein. Okay, finde ich nein. Gar dann nicht. Ist sehr gut. Ich habe auch nicht mit dem Game an sich ein Problem, sondern nur mit dieser speziellen, beschämenden Anekdote. Vielen Dank nochmal, Sven. Es wird im Chat schon gefragt, wo man die Clips sehen kann. Also die haben wir gelöscht. Was hat er gesagt? Ja. Die haben wir gelöscht. Ich möchte eine Tatsache nochmal ganz kurz zu dem neuen Larry-Spiel erzählen. Es gab einen Teaser-Trailer zum neuen Spiel und weil der Chef von Assemble auch ein absoluter Filmfan ist, haben die da einen Filmclip gedreht, wie Larry seine Sachen am Strand findet und man sieht halt ganz kurz den nackten Arsch und wie er die Hose rüberzieht und ein Kommentar war drunter, na toll, ich freue mich auf das neue Larry-Spiel und was sehe ich? Einen nackten Männerarsch und dann hat der Chef von Assemble drunter geschrieben, hat gesagt, hey, das ist mein Arsch und übrigens als kleine Info, das ist ein schwuler Männerarsch, ne? Was den Typen mal so richtig einen reingegeben. In seinen selbigen. Ja, genau, so richtig in seinen selbigen. Das fand ich so cool. Super. Ja. Meine Fresse. Ja, aber solche Anekdoten mit Retrobezug, genau das, was wir hier brauchen. Ja. Ich muss jetzt leider meinem Kind, dem anderen Kind, was zu essen herstellen, weil es sonst rebelliert. Und sonst vielleicht meine nachgebaute Retro-Konsole über den Knie zerbricht. Ja, mach das gerne. Wie gesagt, wir sind auch heute noch bis nachts da. Ansonsten bist du jederzeit herzlich willkommen. Sag einfach Bescheid oder schau auf die Homepage, weil da machen wir auch immer unsere Online-Geschichten. Wäre cool, dich mal wieder hier zu sehen. Sehr, sehr gerne. Gerne mal mit deutlich mehr Zeit und entspannter. Sehr, sehr gerne. Und dann kann ich in aller Ruhe alles das erzählen. Zeit ist im Augenblick die Geschichte in Anführungszeichen leider das kleinste Problem. Also ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg und dass viele, viele Menschen spenden. Bitte geht seid wirklich euch einfach. Ich ja, habe es auch getestet. Eben. Seid euch nicht zu schade, immer wieder darauf hinzuweisen. Das vergessen viele Leute gerne mal, auch aus Bescheidenheit. Danke, Tommy. Ja. Danke euch. Ciao. Ciao. Guten Appetit, Tommy. Danke. Ciao. Ja, Alexander, hast du noch altes Zeug zu Hause rumliegen, alte Hardware viel? Inzwischen ja. Ich habe tatsächlich meinen alten Amiga. Ich muss mal hier gerade an meinem Autofokus rumbasteln von meiner Kamera. Dann du bist total unscharf. Du wirst ein bisschen unscharf gerade, ja. Genau, deswegen, das will ich gerade mal korrigieren. So, jetzt so. Ich hab meinen alten Amiga wieder hier, den habe ich sogar geretrobrighted, also mit Bleiche behandelt. Oh, das finden auch schon nicht alle gut. Sieht aber, ja, das ich wollte das aber irgendwann nicht mehr anfassen, dieses Gerät. Obwohl das halt, wie ihr wisst, natürlich nicht klebt oder so, weil der war einfach so gelb, das ist unglaublich. Und insofern habe ich den wieder in Schuss gebracht. Ich habe hier zwei C64 rumstehen, von denen einer geht und einer defekt ist. Da müsste ich mal irgendwann dran gehen. Da fehlt mir aber leider die Zeit immer für. Und ich habe hier auch einen Commodore 16. Das war in der Tat mein erster Computer. Und ich glaube, ich habe zwei Atari VC 2600 hier stehen. Irgendwo. Und jetzt macht meine Frau so langsam und sagt, kauf bitte nicht noch mehr und sie hat recht, weil wir einfach keinen Platz mehr hier haben. Notfalls weißt du ja, wo die alle rumstehen, die Sachen, wo man sie ausprobieren kann. Genau, aber das ist so das, was Mudo auch berichtet hat, ne? So dieses Gefühl irgendwann, dass man irgendwann sagt, eigentlich möchte ich es auch wieder mal in echt stehen haben und dann geht man doch auf die Suche und ich ertappe mich schon dabei, wie ich immer mal wieder durch eBay durchscrolle und gucke und bisher konnte ich mich aber noch beherrschen. Also auch gerade Privatsachen zu reduzieren aus Platzgründen ein bisschen, was auch einigermaßen klappt, aber beim Reduzieren und Recherchieren findet man ja wieder neue Sachen. Also das ist ja das Problem oder was ich auch was mir halt auch aufgefallen ist, wo du ja auch so ein bisschen, Patrick, auch von profitierst gerade, dass ich ja bei mir auch momentan sehr viel verkleiner, einerseits durch den Umzug, den ich jetzt hatte,
der Platz und einfach mich auch die Menge des, der Klamotten, die ich hatte, mich einfach erschlagen hat. Und ich da halt echt viel und einfach jetzt nach dem Motto, okay, das, was du 2, 3, 4 Jahre nicht benutzt hast, das wirst du in den nächsten 2, 3, 4 Jahren auch nicht benutzen. Und einfach eine Sammlung jetzt so weit vor kleiner auf wirklich Sachen, die mir an dem Herzen liegen. Ne? Andererseits ich aber jetzt halt nach diesen Alternativen gucken, okay, Mini-Konsolen, was kann man damit machen? Wie kann man die nutzen? Halt gerade jetzt auch, was das Streaming angeht, was auch im letzten Dreivierteljahr für mich sehr, sehr relevant geworden ist, weil bei mir war es ja genauso. Ich habe ja auch einen Teil in der Eventbranche gearbeitet. Gibt halt seit März 2020 keine Comic-Cons und vor Ende 2020 brauchen wir uns darüber auch überhaupt keine Gedanken zu machen. Zum Glück habe ich ein bisschen was anderes nebenbei und was ich machen kann. Und Twitch hat sich da auch ergeben und das ist zum Beispiel für mich wichtig, dass ich es einfach schnell anschließen kann und nutzen kann. Also das sind so deswegen haben wir alle dieses Gerät hier. Ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt auch gerade die Mister-Runde öffnen. Nein, wir haben alle einen Mister inzwischen, weil das geht damit super. Das ist wirklich die beste Möglichkeit inzwischen. Ja, schon. Das ist ein FPGA, also ein Gerät. Danny, kannst du das ja ein bisschen, kannst du mal ein bisschen genau, der hier. Danny ist ja unser Mister-Experte, genau. Ja, es ist halt ein FPGA-Computer. In einem FPGA werden halt die Systeme nicht auf Softwarebasis emuliert, sondern auf Hardware-Ebene. Stimmt, habe ich schon mal gehört. Ja. Und genau. Du hast halt eben dadurch halt ein Original NES, Super Nintendo oder auch die ganzen Heimcomputer. C64, C16, PC, Amiga. MS-DOS sogar, jetzt ganz aktuell. Ja. Und irgendwo habe ich sowas auch noch rumliegen. HDMI-Ausgang, Netzwerkanschluss, du kannst es konfigurieren mit USB-Joysticks, dann auch die ganzen C64, C16-Spiele spielen und das Ganze halt auch in der Originalauflösung. Kannst die Sachen im Menü auch on the fly auch gleich noch verändern, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn du ein Gitter dazu haben möchtest, dass es mehr nach Fernseher aussieht oder du die Ausleuchtung anders haben möchtest. Und das Teil kostet so, nein, das ist hier ein großer, der hat mehr Speicher, den brauchst du aber eigentlich nur, wenn du so Neo Geo und sowas emulieren möchtest. Sonst kannst du den für 220 Euro, glaube ich, kaufen. Und das Gerät hat halt so einen USB-Adapter dran und dann kannst du halt wirklich, kannst auch einen WLAN-Adapter anschließen. Und das ist wirklich das zurzeit das Beste, wenn du viele Geräte ersparen möchtest und du halt fast wie Original spielst. Es ist halt nicht, die Geräusche sind halt nicht da. Ja, das Ladegeräusch. Ja, das kann man teilweise auch schon inzwischen. Ja, aber auch die Konfiguration ist echt einfach. Also das ist jetzt kein Buch mit 7 Siegeln oder irgendwie so ein MS-DOS-Wälzer von früher, die man dann irgendwie in die Hand nehmen muss, um dann mit dem Gerät klarzukommen. Das ist alles sehr selbsterklärend eigentlich. Ich habe das am Anfang mal mitbekommen, als das aufkam. Da war das aber, glaube ich, noch ein bisschen fummeliger. Kann das sein, dass sich da so ein bisschen was entwickelt hat mit den FPGAs, dass das am Anfang ein bisschen fummeliger war, die einzelnen? Die ersten, dieser Mist, das war der erste, der so, also wirklich, der hatte doch das Problem, der war auch nicht mit Netzwerk so easy, ne? Naja, im Endeffekt ist das die weil, also jetzt momentan ist es halt so, dass die Entwicklung so weit gegangen ist, dass es halt wirklich alles implementiert ist. Der erste FPGA, den es meines Wissens so in der Retro-Szene gab, das war der Commodore One. Das war so ein ATX-Mainboard-Nachbau. Und da sollte halt eben, das war halt ein C64-Nachbau. Das wurde damals von der Jerry Ellsworth und von dem deutschen Entwickler Jens Schönfeld von Individual Computers entwickelt. Das war so der erste FPGA, der meiner Meinung nach so durch die Retro-Szene so. Entschuldigung, ich muss einmal gerade lachen wegen des Chats. Das schreibt Pixel483, warum habe ich das hier eingeschaltet? Mein Mann bestellt schon wieder. Den fand ich jetzt gut, sorry. Ja, Pixelfee, ich gucke gerade auch schon nach, weil das ist auch so sehr. Also, der Mister ist zum Stream die beste Lösung inzwischen, auch wenn wir verschiedene Sachen streamen wollen. Und der C64 und Amiga Core ist richtig genial, auch die anderen Cores sind gut. Man muss nicht mehr so viel rumfummeln und mit irgendwelchen Adaptern arbeiten. Und es spielt sich wirklich wie auf dem Original. Du kannst ja auch einen Quickshot da anschließen oder was auch immer du möchtest über Adapter oder direkt. Und das ist wirklich eine tolle Lösung. Und ich habe deswegen, komme ich jetzt langsam weg zu den Mini-Konsolen. Ich bin kurz davor, privat meine Mini-Konsolen rauszuschmeißen, weil im Endeffekt braucht man die. Gut, die Lizenz ist wichtig, weil die hat, aber. Ich wollte gerade sagen, das ist immer so ein, das ist auch so ein Thema, mit dem ich mich halt auch stark beschäftige, was die Lizenzen ist. Natürlich, aber die hat man ja entweder als Originalmodule da. Dann Ja, jetzt kommt es ja. Das ist ja das. Du kannst es dir ja über USB. Über das USB, wenn das Modul nutzt. Genau. Wir hatten mal einen Podcast mit dem Kai Bodensieg. Das ist
ein Anwalt, der hauptsächlich in der Games-Branche arbeitet, der zum Beispiel mit dafür verantwortlich ist, dass wir diese Sozialadäquanzklausel jetzt auch für Videospiele haben seit 2 Jahren. Also das ist ja, dass wenn das Spiel die Geschichte es zulässt, zum Beispiel auch Hakenkreuze gezeigt werden, wie bei Filmen oder Büchern. Mhm. Also jetzt Through the Darkest Time, ein Spiel, was in dem man in Widerstand kämpft, im Polnischen, dass man dort auch Hakenkreuze zeigen darf, weil es würde keinen Sinn ergeben, das die rauszunehmen. Und das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Also natürlich ist der Grundtenor, wo kein Kläger, da kein Richter, weil er sagte, Nintendo interessiert sich nicht dafür, ob du Retro-Spiele machst. Sie interessieren sich für große Seiten. Ich habe gerade gehört, dass nicht mal mehr bei eBay die Raubkopien von Nintendo verfolgt werden, sondern wenn nur noch von eBay, erschreckenderweise. Nein, also das ist halt einfach, die interessieren sich zwar, Nintendo hat letztens mal so eine Emulatoren-Seite verklagt. Warum haben sie die verklagt? Weil die damit Geld gemacht haben. Genau. Weil die gesagt haben, weil die Millionenbeträge pro Jahr eingenommen haben. Und da hat Nintendo gesagt, ja Moment, da ist was. Aber die interessieren sich nicht, ob der User X jetzt seinen Modul oder ob er es hat oder nicht, ob er es auf dem Emulator spielt. Aber die Rechtslage ist eigentlich so, dass auch wenn du die Originale besitzt, du eigentlich keine Kopie anfertigen darfst. Er hat das erklärt. Ich habe es auch irgendwann, er hat es versucht einfach zu erklären, aber bei mir stieg dann auch irgendwann ein bisschen aus. Aber ich fand das halt sehr interessant. Aber er sagte halt wirklich am Ende, sagte, natürlich ist das Quatsch, da interessiert sich halt keiner mehr für. Ne? Außer du machst halt jetzt so eine Seite. Ne? Aber deshalb finde ich halt Mister oder One for All hier sehr, sehr interessant, wie du schon sagtest, für Streaming. Sowas ist dann echt wunderbar. Auf jeden Fall. Und du kannst ja sogar, ich habe auch schon Experimente gemacht, du kannst ja, was ich sagte, kannst ja ein Nintendo-Modul über USB anschließen und dann vom Mister aus theoretisch spielen. Solche Sachen gehen ja auch schon technisch. Also das ist Wahnsinn. Du kannst ja auch deine eigenen Sachen wieder benutzen. Und vor allem laufen sie wie auf dem Original. Und das ist halt wirklich einfacher als vorher. Und jetzt ist auch inzwischen die Farbe wieder in Ordnung. Da hat auch die Retro-Compot-Community so ein bisschen mitgeholfen. Da war ja irgendwas, dass die Farbe nicht so ganz perfekt war. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, Danny, da war doch auch irgendwas. Ja, die Palette, die bei dem C64 Mister Core verwendet wurde, war halt eben nicht die Palette, die also als Referenz gilt. Und da kam von unserem Retro-Compot-Stammtisch Mitbestreiter, dem Arne aus dem RSN8887, dann gleich im Mister Wiki, da ich so eine Anfrage von wegen und hier, könnt ihr das jetzt mal ein bisschen nachbessern, weil die Farben passen einfach nicht, die müssen ein bisschen anders sein. Und ja, ich glaube, es hat ein paar Stunden gedauert, dann wurde dann gleich ein Update nachgeschoben. Also die Community ist auch sehr, sehr aktiv und halt auch wirklich sehr bemüht, die Geräte wirklich originalgetreu halt eben dann im FPGA halt eben nachzubilden. Und das macht dieses Gerät halt eben auch so besonders. Und halt ist auch der große Unterschied zum Beispiel zu diesen, es gibt ja auch viele Konsolen, ich will jetzt keine Namen in den Raum öffnen, es gibt Konsolen, die moderne Technik beinhalten und dann halt eben Originalmodule verwalten können. Aber die Software, die da drauf läuft, ist dann meistens ein Emulator auf Android-Basis. Und diese Geräte, die, ja, man kann damit auch spielen, aber wenn man halt wirklich ein Fan von originalgetreuer Wiedergabe des Spiels ist, dann führt der Weg an einem FPGA eigentlich gar nicht vorbei. Und da steckt halt eben dieser Mister halt eben total in diese Kerbe halt rein. Und wir haben, glaube ich, jetzt, also wenn wir Prozente kriegen würden, ich glaube, wir haben fast 20 Geräte im Retro-Compot irgendwie verkauft. Wir werden daran nicht beteiligt. Das ist halt auch, das Ding ist halt auch, die Hardware von Mister, das ist ein sogenanntes DE10 Nano Entwicklerboard. Das ist also ein Board von Intel, was eigentlich gar nicht für Retro-Spiele ausgelegt ist. Das ist ein Entwicklerboard für Leute, die halt eben sich mit der Programmierung von FPGA-Chips halt eben auseinandersetzen möchten. Und es ist eigentlich nicht der ursprüngliche Einsatzgebiet ist halt eben eher in der Technik zu sehen und nicht jetzt, dass das Ding halt eben als Videospielekonsole benutzt wird. Aber es geht halt wunderbar und ich kann es, wie gesagt, auch jedem nur ans Herz legen, der bei Sven weiß ich es ja auch und bei Alexander habe ich es jetzt ja nur auch mitbekommen, dass er sehr gerne die Sachen halt eben originalgetreu spielt. Das ist halt wunderbar mit den Dingern. Also, weil es ist platzsparend, es ist wirklich platzsparend. Es ist das Gefühl wie früher und dann hat es auf jeden Fall mal Grund, wenn man hier, ich habe ja hier auch selber eine größere Sammlung privat und ich habe viele Originalspiele, wo ich das Gerät nicht mehr zu habe. Und sowas ist natürlich auch etwas absurd manchmal, aber von einigen Sachen will man sich halt nicht trennen. Weil du hast hier eine Liste, ich habe das einmal den online gestellt, den Mister, dass du einfach mal guckst, was man hier bei Computer
was für Geräte hier emuliert werden. Also Archon Atom, LSMC10, Alistair oder Alistair 8800 Amstrad CPC. Das ist der PC-Kern, Apogee, Apple I, Apple II, Atari 800, ST, BBC Micro, C16, C64. Diese ganzen russischen, polnischen Geräte. Der Minimic ist der Amiga Core, der MSX, der Oric. Das sind Geräte, die man auch heutzutage alles nicht mehr bezahlen könnte. Ja. PET wird emuliert, Sharp MZ. Und da kommen halt TI-99, wo wir vorhin da waren, TRS-80. Also diese ganzen Geräte, die VIC-20, X68000, ZX Spectrum, ZX81, die ganzen Geräte, die man heutzutage gar nicht mehr bezahlen könnte teilweise, weil auch die Peripherie kaputt geht, Plastik vergammelt, alles Mögliche, was dann schlimm Sachen hast du halt hier drin. Und dann gehst du halt, keine Ahnung, ein Gerät, womit ich mich jetzt auskenne, keine Ahnung, gibt man mal, wo ich auch Spiele für habe vor allen Dingen. Der Minimic-Core ist bei mir kaputt, gehen wir mal. Schau, ich war so ein Crash. Wie gesagt, das kann jeder auch für sich nochmal machen. Das ist jetzt, so, glaube ich, ist wieder sehr. Er programmiert den Chip. Was ist jetzt hier passiert? Was dauert, wenn es wieder einspielt. Jetzt. Ja, genau. Okay, also er programmiert den Chip für den C64. Die Leiterbahnen werden so gesetzt, wie es beim C64 ist. Und dann kannst du mit F12 in den einzelnen Cores halt das Laufwerk bestücken. Du kannst auch PRG-Dateien, Cartridges laden. Und die kannst du dann halt ganz sofort starten. Und wofür es ganz toll ist, Robin, das habe ich jetzt letztens gesehen, es gab ja von der Sarah Jane Avery, was jetzt korrekt? Ja, ich glaube ja. Die neuen Shooter, die konnte man ja kaufen als haptische Version, bekam dann, wenn man das kauft, zusätzlich eine digitale Version dazu. Und die konnte natürlich sofort im Mister wie auf dem Zwestig spielen. Und allein für sowas lohnt es sich. Weil ja auch bei vielen Kickstarter und Co. wird ja eine Digitalversion mit dazugegeben. Und dann kann man es auch ganz sauber einfach auf dem Gerät auch testen und spielen. Und wir sind von dem Gerät sehr, sehr begeistert. Also muss ich ganz klar sagen. Ganz kurzer Hinweis an den Chat, die sich vielleicht wundert oder auch an die Zuschauer, dass der Zähler bei uns gerade nicht hochgeht. Das ist eine technische Sache. Bei PayPal kommt alles an. Ich habe es eben geprüft, aber ich kriege keine E-Mails mehr seit 10 Minuten. Also nicht wundern, dass ich es jetzt gerade nicht eintrage. Das checke ich nachher, wenn ich Ruhe habe. PayPal schickt gerade keine E-Mails raus. Aber es kommt alles an. Ich habe es eben extra nochmal gegengeprüft. Der ist sogar so gut programmiert, sage ich jetzt mal, so gut kopiert, dass halt auch die Ladezeiten 1:1 sind. Du kannst das beschleunigen, aber Ladezeiten einer Datei wäre halt auch wirklich so, wie es... Ja, das hat mich jetzt so ein bisschen gestört fast schon. Ich hätte gerne noch tatsächlich das Klackgeräusch, wie beim Vice oder bei einigen Emulatoren. Das war für mich so eine leichte... Ja, das hat was... wie man es nennt, das hat was Beruhigendes gehabt, weil ich konnte früher am Diskettenlaufwerk hören, ob die Diskette kaputt ist oder nicht. Ja, oder ob das Klacken langsam in eine falsche Richtung abdriftet oder so. Ja. Das wirkt gestört, aber Alexander wackelt ja auch schon mit dem Kopf. Doch, das konnte man immer sehr gut hören. Und hat sich dann auch sofort Sorgen gemacht. In dem Moment, wo die Diskette anders klang als sonst, hat man sofort eine Sicherheitskopie gemacht, damit man kein Risiko hat. Wir hatten auf dem Amiga Pinball gespielt, haben wir Pinball-Turniere damals in einem Verein gemacht und da war die eine Originaldiskette wohlgemerkt auch nicht so ganz in Ordnung oder das Laufwerk nicht. Wir wussten, dass wir bei dem und dem Klack einmal aufs Laufwerk dezent draufhauen müssen, damit er die Stelle geht. Das sind keine schöne Erinnerung. Ja. Aber ich bin trotzdem immer noch also ein Riesenfan von dem von Retro Comp ist es auch dieser the C64, also der jetzt in seinen echten Größen, nachdem sie ja den Mini rausgebracht haben, echter Größe. Von dem Ding bin ich echt Der ist toll, aber er hat halt, also ich merke einen Unterschied, sagen wir es so rum. Ich merke Wahrscheinlich merkst du ihn. Ich habe den ja auch, deswegen, wir haben ihn auch in der Location als Beispiel stehen. Ja. Die Leute merken es nicht mehr. Wir haben bei uns Besucher gehabt, die setzen sich alle vor den The C64 und merken gar nicht, dass sie uns sagen, das haben wir früher genau das Gerät gehabt. Ich sage, ja, sage ich, mit USB-Ports und SD-Card-Einschub? Oh. wie gesagt, das Ding mag ich halt echt sehr, oder? Weil du halt auch noch die Tastatur hast und so weiter. Das, also schon cool. Aber klar, natürlich, du hast natürlich da mit dem, bist ja da wirklich was natürlich dann einfach 1:1 rankommt, ne? Ganz klar. Ich werde mir das mal, glaube ich, organisieren, irgendwann mal, und dann können wir nochmal einen Erfahrungsaustausch machen. Frag vorher nochmal nach, dann sagen wir nochmal genau, wo man es am besten kriegt, was man da machen kann. Da sind wir inzwischen auf einem recht Wir guten planen Stand. Inzwischen auch schon, dass wir vielleicht mal einen Podcast einfach nur mit einem von diesen Leuten, die das vertreiben, machen, dass man vielleicht auch mal so ein bisschen, sehr schön. Das werden ja auch Leute sein, die sehr technikaffin sind, das können wir irgendwann machen. Ja, wobei man auch, was auch stimmt, das steht gerade im Chat, schreibt auch der Permiga, dass der C64 sehr gut gepflegt wird in Updates. Da kam auch gerade wieder vor 200 Tagen was Neues. Das stimmt wirklich. Aber wie gesagt, trotzdem, wenn man einmal mit dem Mister angefangen hat, damit versuche ich das mal ein bisschen zu beenden, jetzt diesen Hype darum, aber der ist ja wirklich bei uns da. Wenn man damit mal angefangen hat, möchte man ihn eigentlich nicht mehr missen, weil ich mache immer so einen Test. Ich habe früher mal Wintergames gespielt, Biathlon und am C64 und wenn man... damit kann man perfekt feststellen, ob irgendein Gerät Delay, Lag oder sonst was hat.
und diese Unterschiede feststellen zwischen Emulation und Nachbildung. Und die besten Treffer macht man tatsächlich auf dem Originalgerät und auf dem Mister. Da schieße ich nicht daneben. Und daran merke ich, dass bei dem Spiel besonders, ob eine Emulation gut ist. Und die zweitbeste Nachbildung bisher oder Emulation war tatsächlich der C64 Mini oder The 64. Da ging es einigermaßen, aber nicht ganz so perfekt. Das muss man, wenn man es in Details sieht, mal leider wirklich sagen. Aber tolle Technik und toll, dass es sich so weiterentwickelt. Und das Einzige, wo ich darauf verzichten kann von früher, sind auch eigentlich die Ladezeiten. Deswegen hoffe ich, dass das durch da nochmal was tut. Wir arbeiten bei uns in der Location auch teilweise tatsächlich mit Ladehilfen, sage ich mal vorsichtig. Aber alles andere kann gern original sein, bis auf die Wartezeit. Die Zeit hat man heute nicht mehr. Also, oder würdet ihr heute noch mal eine Dreiviertelstunde auf eine Kassette warten? Nee, definitiv nicht. Nicht wirklich. Aber Zeit ist eben Punkt. Ich schiele schon. Ich bin schon ein bisschen drüber, weil ich habe tatsächlich jetzt gleich leider einen Anschlusstermin. Insofern muss ich euch verlassen. Jetzt. Aber du wirst irgendwann wiederkommen, hoffe ich, Alexander. Genau, es ist ein Auf Wiedersehen und kein Goodbye oder so, sondern natürlich bis demnächst. Wünsche euch noch ganz viel Spaß, viel Erfolg. Schön. Aber dass ihr wieder ein bisschen Strecke machen könnt und in die Pandemie. Ja, wir arbeiten dran. Vielen Dank, wie gesagt, ich habe auch gesehen, dass auch von euch was kam noch. Ich kann es im Augenblick nicht in den Mails sehen, da gehe ich nachher noch ein. Vielen, vielen Dank. Wir gucken mal und wir machen ja heute Abend noch ein bisschen Open End weiter, quatschen noch ein bisschen, gucken mal. Wir haben noch ein paar Gäste, die noch kommen wollten, die wissen immer alle nicht genau, wann sie kommen. Wir sind hier gespannt, was hier noch passiert. Danke, Alexander, und auch mal vielen Dank für die Hilfe bei den letzten Galas, dass du das ein bisschen mit Publikum gemacht hast. Und ich finde es auch immer irritierend und toll, dass du ja auch teilweise in dem Podcast mal mit einem Nebensatz den Retro-Spiel erwähnt hattest, als Beispiel, was gerade dieser Zeit schwierig ist. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass du das gemacht hast. Danke dafür. Ja. Danke. Sehr, sehr gerne. Grüß mal deine Frau ganz lieb. Mache ich und wir sehen uns irgendwann auch wieder ganz bald und dann komme ich auch wirklich mal bei euch vorbei. Das haben wir ja auch schon irgendwie länger mal geplant. Ja, aber das war noch vor, das haben wir vor Corona schon geplant gehabt. Genau. Ja. Und dann kamen die Stöcke, die uns in die Beine geschmissen wurden. Ja. Genau. Vielen Dank, Mach's Alexander. Gut. Bis bald. Danke, Alexander. Tschüss. Bei mir ist es ähnlich. Ich werde mich jetzt auch abholen, weil so bis 8 Uhr eingeplant habe und das Essen so langsam. Alles gut. Wir machen Zustand des Kalts übergehen. An dich vielen Dank, Sven. Wenn du mal Bock hast, irgendwann melde dich einfach. Wir können auch wieder mal mit Podcast mal eine kleine Kooperation machen, wenn du Lust hast. Auch da haben viele mal gefragt, warum macht ihr nichts mit dem Sven? Ich sage, ich werde es ihm sagen, selbstverständlich. Also, an ihm liegt es nicht, heißt, glaube ich, dieses Schütteln von der Katze mit den rosen Ohren. Genau, also. Aber der muss ja aber die Ohrenfarbe ändern, glaube ich. Obwohl, wir machen ja ohne Podcast, ist ja ohne Video. Hast du auch blaue Ohren? Nein, aber das ist jetzt kein Scheiß. Die Dinger sind mit dem Twitch-Account verbunden. Also bekomme ich die neue Follower oder Abos, dann fangen die an so zu blinken und zu leuchten und sowas. Nein. Scheiß, den keiner braucht, aber es ist schon cool. Jeder kann das machen, was er möchte. Alles gut. Ja, also ist ja auch total bekloppt, ne? Aber ja. Du, wir sind ja auch offen für. Gibt es auch einen Livestrip? Das mache ich dann bei OnlyFans dann. Danke auch an dich, Sven. Wie gesagt, auch Clubhouse. Wenn du dich mal in Hamburg rumtreibst und Zeit hast, melde dich gerne. Wie gesagt, und nach Corona machen wir alle ein großes Fest, hoffe ich mal. Und schau mal, wie es dann aussieht. Danke an dich. Danke, Sven. Tschüss. Ich werde dann jetzt gleich mal wieder hier den Trailer einspielen. Dann machen wir mal ein paar Quizfragen. Und an alle Retro-Compontis aus dem Team, die jetzt zuhören, ihr könnt euch gerne nach und nach wieder einschalten. Wir haben so ein bisschen offenen Talk. Es wollten sich noch einige Gäste zuschalten. Ob und wann die kommen, weiß ich nicht. Wir machen ja freien Talk und irgendwann werden wir nachher spielen. Also wie gesagt, die Bühne ist wieder frei. Und ich suche jetzt hier mal den Trailer raus und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich.